Jo Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Meine Freunde, wir sind hier wieder bei uns zu Hause mit unserem wunderschönen Bentley. Lasst mal ein Like und ein Abo dafür, mehr GTA 5 RP. Und ich würde sagen, wir checken mal ab, was heute so abgeht. Und ey, wer ruft mich denn jetzt schon wieder an, ey? Ja, hallo, wer ist da? Max? Yo, Tuan, was geht? Komm, du musst sofort zum Tempel kommen. Warum denn? Wichtige Sache heute, sehr, sehr wichtig. Du musst sofort kommen. Okay, alles gut, ich komme ja, Tuan, bis gleich. Ey, Leute, hä? Ich wollte jetzt hier einen entspannten Tag heute mal machen. Jetzt werde ich hier direkt schon wieder von Touren angerufen. Der sagt hier irgendwie, ich soll kommen. Ist wichtig, Leute. Aber ist ja egal. Touren ist unser bester Freund. Egal, was er hat. Wir werden jetzt mal hinfahren, mal abchecken, was da so abgeht. Mal gucken, was der Paul Berger jetzt von uns will. Wie gesagt, lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da. Schaffen wir heute mal wieder 20.000 Likes auf das Video. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir bei Touren sind. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, was der von uns will, Leute. Let's go. So, Leute. Schön hier das Schild noch umgefahren. Ab zu Touren. Und, oh, aber, hä? Was hat Touren denn hier für ein dickes Auto? Yo, Touren, was geht denn? Hallo! Ja, was ist denn los, Mann? Du hast gerade also am Telefon so gestresst geklungen. Ist alles gut bei dir? Geht's dir gut? Wir haben heute eine einmalige Möglichkeit, Max. Wie? Was denn für eine Möglichkeit? Die Lente für unsere Urenkel zu beschaffen. Wow, wie viel Geld können wir denn heute verdienen? Wir kennen diese Zahl gar nicht, so viel Geld wir können heute verdienen, wenn du alles richtig machen. Wow, okay, ich bin ganz Ohr, ich bin gespannt. Was meinst du denn? Pass auf! Ja. Es gibt Autos, die sind einmalig. Okay. Aber nicht so einmalig von eins, was man aber nachbauen könnte, sondern diese Autos sind für immer einmalig. Du kannst sie nicht nachbauen. Nichts machen, nackmacken, gar nichts. Alter, okay, was sind das für Autos? Es sind die legendären Elementarautos. Verdammt, man kann die nicht mal so mal ausbläsen. Guck! Test 234! Elementarautos! Wow, selbst wenn du den Namen aussprichst, hört sich das schon episch an. Ja. Warte, lass mich auch mal versuchen. Die legendären Elementarautos. Oha! Hä? Siehst du? Ey, okay, allein das Aussprechen von denen, das klingt schon legendär. Wie und was sind das so Elemente? Wie die Elemente? Luft, Erde, Feuer, Wasser oder was meinst du? Ja, richtig. Von jedem Element gibt es ein Auto, was das Element repräsentieren tollen. Alter, und das hat auch Spezialfähigkeiten oder was? Ganz genau. Nur welche, das weiß noch nicht mal ich. Ja, wahrscheinlich Feuer hat Feuer. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber was? Was bringt dir Feuer bei einem Auto? Das ist die Flagge. Das ist wirklich eine gute Frage, ja? Das sollten wir rausfinden. Ja. Okay. Ja, und die Autos soll ich heute klauen, oder was? Die musst du besorgen, ja. Und deswegen, wir brauchen so ein Fahrzeug, damit du geschützt bleibst. Alter, das ist eine extra Panzer-Monster-Truck, den du für mich gemacht hast? Ja. Oh, ey, oder warte. Den mit goldenen Akzenten, damit du keine Smilespur bist. Oh, das ist korrekt. Aber warte mal, Touren. Wo ist hier der Haken? Sind die so krass bewacht oder was, weil ich dann so einen Panzertruck brauche? Das Problem ist, die Fahrzeuge sind auch schon zu stark. Die sind bewacht. Alles, Max! Alter, das klingt aber ganz. Das klingt ziemlich gefährlich. Okay. Das wird der Herzaufschlag in deiner ganzen Karriere, mein Freund. Okay. Ich werde mein Bestes versuchen. Du wirst nie wieder so schnell machen können. Alles andere war zu einfach. Das wird heute deine Blume sein! Wow, Leute, checkt ihr das selbst? Touren sagt, dass es übelst schwer wird. Aber Touren, da musst du mir auch ein paar Waffen ausborgen und so von dir, ne? Ich brauche richtig alles an Ausrüstung, was alles, mir geben was kann. Ich besitze, von meinen besten Waffen best erhalten sind im Klacklin. Okay, danke dir, Touren. Gibst du mir auch die Koordinaten, wo ich hinfahren muss? Wo finde ich diese Autos? Alles gespeichert. Das erste alles. Auto ist gespeichert. Okay. Ich mach mich auf, eine Information für Merl. Okay, danke dir, Touren. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, was Touren uns hier für einen fetten Truck gebaut hat. Alter, der kann sogar Bomben werfen, dieser gepanzerte Monster-Truck hier von Touren. Und springen kann der auch. Okay, also Touren meint's ernst. Der hat uns auch seine besten Waffen gegeben. Der hat gesagt, das wird der schwerste Auftrag. Denn wir klauen heute die Elementautos. Oh mein Gott, Leute, das ist zu krass. Wir fahren jetzt mal zu dem ersten Standort hin. Und da schauen wir mal, was da das erste Elementauto sein wird. Feuer, Wasser, Erde oder Luft. Wir werden es rausfinden. Let's go, Leute. Ey, Leute, ich fahre jetzt hier schon über die ganze Karte. Ey, was? Der Standort hat irgendwie hier geendet. Irgendwo hier muss das erste Elementauto sein, Leute. Hä, wo sind wir denn hier? Wir sind hier in irgendwie so einem Steinbruch oder sowas. Okay. Was ist denn hier das erste Element? Ist das irgendwie Erde, das Erdelement oder? Ich weiß nicht. Steinbruch, also Wasser wird es ja wohl nicht sein, ne? Würde auf jeden Fall nicht so passen. Wir fahren jetzt hier mal weiter. Sagt mir auf jeden Fall mal Bescheid, wenn ihr was seht hier, ihr Paul Berger. Okay. Oh, warte mal. Hä? Da unten ist was. Da unten läuft jemand da in dem Steinbruch. Warte mal, ich guck mal, vielleicht können wir den ja mal fragen, ob der weiß, wo das ist. Wer weiß, also Touren meint, wir müssen kämpfen, aber vielleicht kriegen wir die Autos ja auch ohne zu kämpfen. Wir können ja einfach mal hinfahren.
So, warte mal. Boah, das, ist das ein Motorrad, das da steht? Anhalten! Boah. Ja, hallo. Einen Schritt weiter. Ich komme in Frieden. Kein Schritt weiter, umdrehen sofort. Ich komme in Frieden. Bist du der Wächter des Feuerfahrzeugs? Das geht dich nichts an. Du wirst hier die Bucht verlassen, ansonsten werde ich dich anzünden. Boah, Leute, okay. Ja, gut, dein... ja, okay, okay, ich geh doch. Oha, Leute, der hat eine Feuerminigun. Okay, Leute, ich glaube, oh mein Gott, was ist das hier für ein kranker Typ? Ich glaube, das ist der Wächter. Das ist der Wächter von dem ersten Element-Auto, beziehungsweise Fahrzeug. Das ist ja ein Motorrad, was da steht. Ist das so ein Feuermotorrad? Was kann das, Leute? Wir müssen es rausfinden, wir müssen das klauen. Aber der Typ, der scheint da ziemlich ernst zu machen. Ich glaube, der bewacht das da unten. Warte mal, Tour meinte doch, er hat mir hier seine besten Waffen alle in den Truck gelegt. Wir werden uns die jetzt erstmal rausholen. Okay, Leute, wir haben alles an Waffen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken. Ich werde den Typen mal kurz hier beobachten mit dem Scharfschützengewehr. Ey, der ist wirklich da unten, ne? Alter, der dreht hier da voll durch und er hat eine Feuerminigun. Oh mein Gott, ich glaube, so leicht kann man den auch nicht ausschalten. Vielleicht sollte ich es mal mit dem Truck versuchen. Tour hat uns doch hier extra so einen Kampftruck gegeben, der so Bomben schießen kann. Leute, wir werden es einfach mal versuchen. Okay, und... warte, Bomben, let's go! Oh, warte, wir treffen ihn nicht, wir schießen die Bomben schießen zu weit. Hallo, Truck, schieß bitte die Bomben nicht so weit. Egal, Leute, dann scheiß drauf, egal mit den Bomben, wir greifen den Typen jetzt an. Okay. Beiseite Schmalspur, haha. Wuhuhu. Oha, das Bike brennt, Leute. Oha, Leute, das brennt jetzt schon. Ich glaube, das ist die Spezialfähigkeit von dem Motorrad, dass es brennen kann. Zum Glück, jetzt testen wir mal, wie gut Tuan hier den Truck gepanzert hat. So, oh mein Gott, die Panzerung. Oh mein Gott, die Panzerung hält aber auch nicht ewig. Bam, ich werfe hier die Bomben auf ihn. Kann das, bringt das was hier, die Bomben? Ich weiß es gar nicht. Beiseite. Oh nein, ich jag mich damit nur selbst in die Luft. Oh nein, Leute, wie können wir den Typen denn stoppen? Leute, was? Oh mein Gott, der Truck brennt, Oh mein Gott, der ist richtig stark. Oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Scheiße, der Truck funktioniert nicht mehr. Wir müssen hier raus, bevor der kaputt geht. Oh nein, der dreht ja komplett durch hier. Oh, ich werde mich hier hinter diesem Stein verstecken, Oh nein, das geht gar nicht, komm ein bisschen weiter. Ey Leute, wie können wir diesen Kranken denn aufhalten? Ich habe ja jetzt nicht irgendwie was mit Wasser dabei oder so. Warte mal, vielleicht Schneebälle? Vielleicht bringt's was, wenn ich Schneebälle auf den werfe, um den ein bisschen abzukühlen, wenn der hier so das Feuerelement repräsentiert. Ich glaube, mit normalen... Ich kann es ja mal... Wisst ihr was? Wir versuchen es erstmal mit normalen Waffen. Und zwar... Nimm das, Junge! Feuer! Oh nein, nein, nein. Ach du Scheiße, er kommt. Oh mein Gott, er schießt mit der Feuerminigun nach mir. Oh mein Gott. Shit, Leute. Was soll ich machen? Ich glaube, ich muss jetzt mit dem Schneeball versuchen. Und friss den Schneeball! Ich muss ihn treffen. Bringt das was? Aus dem Weg! Ja, hier, nimm die Schneebälle. Oh mein Gott, er hat Angst vor den Schneebällen, weil es ihm zu kalt ist. Ja, das ist genau das, die Geheimwaffe gegen den Feuerlord. Feuermauer. Er macht eine Feuermauer, aber ich werfe ihn mit Schneebällen ab. Nimm das, Junge. Friss die Schneebälle. So, komm, oh mein Gott, gleich habe ich ihn. Er rennt weg. Und jetzt, Leute, jetzt werde ich ihm den Gnadenstoß geben. Und zwar, oh, warte. Er kniet vor uns nieder. So, Junge. Du wirst mir jetzt hier dein Feuerauto geben oder ich werde dich richtig einseifen. Nicht einen Schneeball. Bitte nicht einen Schneeball. Weißt du was? Du kriegst jetzt einen Schneeball voll in dein Visier rein. Yeah, wir seifen ihn ein. Okay, ich glaube, er hat aufgegeben. Let's go, Leute. Oh, Leute, wir werden jetzt hier auf das Feuermotorrad aufsteigen. Oh mein Gott. Oh nein. Warte, da ist er wieder. Oh! Ach du Scheiße, ey, der schießt auf uns. Ey, wir kriegen keinen Schaden. Das ist unzerstörbar, wenn wir das fahren. Aber warte mal, warum ist es überhaupt das Feuer? Oh mein Gott, der dreht ja komplett durch. Warum ist das überhaupt das Feuer? Oh mein Gott, shit. Oh. Nein, wir sind gecrashed. Warum ist das überhaupt das Feuermotorrad? Das hat hier irgendwie so einen Knopf Feuermodus. Sollen wir das mal aktivieren? Sind wir dann damit extra schnell oder was? Leute, wir werden den Knopf jetzt mal hier kurz drücken, den Feuermodus. Let's go. Wow, Leute, wir brennen einfach. Hä? Und wir sind viel schneller. Alter, wie schnell wir fahren, Leute. Wow. Und wir brennen. Alter, wenn wir den Feuermodus aktivieren, dann brennen wir einfach. Wir können keinen Schaden bekommen und wir sind richtig schnell.
Alter, ist das cool, Leute. Aber warte mal, ey, mein Handy klingelt schon wieder. Turan ruft schon wieder an. Wir gehen mal kurz ran. Hallo, Turan. Oh. Hallo, Max. Wie laufen? Ey, Turan, ich habe gerade das erste... warte mal, ich brenne immer noch. Warte. Oh mein Gott, Feuer ist aus. Turan, ich habe das erste Elementfahrzeug, und zwar hier das Feuermotorrad geklaut. Sehr gut. Ey, Turan, checkst du das, was hier abgeht? Das hat so einen Feuermodus. Wenn man da drauf sitzt, dann brennt man und man kriegt aber keinen Schaden. Und man ist übelst schnell und ist einfach unzerstörbar. Das ist übelst krass, Turan. Geil, das heißt, kann ich keiner mehr lammen. Wenn ich lamm, der kommt selbst in Feuer. Ja, der brennt einfach. Aber Turan, was ist das nächste Fahrzeug? Wo soll ich hingehen? Ich habe herausgefunden, wo sich das Wasserelement befindet. Oh, schick mir den Standort. Ich werde hinfahren. Ja, seht los. Ich muss gleich ankommen. Okay, danke dir, Turan. Ciao. Boah, Leute, Turans hat uns den nächsten Standort geschickt, und zwar das Wasserelement, Leute. Das müssen wir uns auf jeden Fall auch holen. Ich glaube, das wird auch wieder schwer, aber diesmal haben wir hier schon das Feuermotorrad und können damit das Wasserelement angreifen. Und ich würde sagen, wir fahren da jetzt mal hin, aber wir werden natürlich wieder den Feuermodus einschalten. Und let's go, Leute! Ey, das ist so cool, dass wir einfach brennen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder beim Wasserfahrzeug. Oh, Leute, irgendwo hier muss das sein. Der Standort endet hier. Boah, sind wir auch schnell mit dem Feuer. Woo! Oh mein Gott, warte mal. Hä? Da hinten in der Höhle, seht ihr das? Oh mein, ich will mal kurz da hinschauen. Hä, was geht denn da ab? Oh mein Gott, ich glaube, das muss das Wasserauto sein. Das Wasserelementauto. Seht ihr das? Der Lambo, der fährt einfach auf Land und auf Wasser. Das muss auch die Spezialfähigkeit sein. Und da hinten, das ist wohl der Beschützer des Wasserelements. Leute, wir müssen da jetzt hingehen. Und oh mein Gott, ah, ich brenne immer noch. Oh mein Gott, ah, schnell wieder aufsteigen, schnell aufsteigen. Okay, wir werden da jetzt hinfahren. Wer weiß, vielleicht hat er ja auch schon direkt Angst, weil wir hier schon das Feuerelement haben. Vielleicht weiß er ja dann schon, ne, dass wir hier, dass mit uns nicht zu spaßen ist. Vielleicht gibt er uns das ja ohne Ärger zu machen diesmal. Mal gucken, ob wir hier hinkommen, ohne nass zu werden, weil wenn wir damit ins Wasser fahren, dann wird wahrscheinlich das Feuer ausgehen. Warte, oh nein, nein, ey, der Typ ist da voll geschützt. Wir kommen da nicht hin, ohne dass das Feuer ausgeht. Okay, das bringt uns hier leider nichts, das Feuermotorrad. Okay, Leute, der Burn-Modus, der Feuermodus ist aus. Oh, warte, ey, der Typ kann auch übers Wasser laufen. Ich werde jetzt einfach mal zurück. Wer bist du? Oh nein, er kommt, er hat uns schon gesehen. Hallo, Mr. Wassergeist, Element. Leute, da hinten ist der Wagen. Oh mein Gott, der kann Wasserfontänen schießen. Hallo, ich bin nur in Frieden gekommen. Das ist das Feuermotorrad. Du bist hier, um mich herauszufordern. Oh, Leute, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich werde mir was einfallen lassen. Nein, nein, nein. Ich bin nicht hier, um dich herauszufordern. Ich wollte nur... ich bin nur vorbeigekommen, weil das Feuermotorrad, das habe ich so am Straßenrand gefunden. Und ich wollte es hier nur dir zurückgeben, weil der dann Feuer... Dann werde ich es endlich zerstören. Nee. Schau mal. Ich weiß ja, dass der Feuerboss dein Bruder ist. Und deswegen wollte ich dir das vorbeibringen. Auf korrekt. Woher weißt du das? Ja, weil das kennt man ja, ne? Man weiß ja, dass der Feuerboss ist der Bruder vom Wasserboss. Ich kann darauf aber nicht einsteigen. Oh, Leute, jetzt ist der Moment, ihn auszuschalten. Und zwar, geh schlafen! So, du Wasseridiot. So, bleib liegen. So, ich weiß aber, dass du extrem stark bist, dass das noch nicht reicht. Aufstehen! Aufstehen und Waffe weg. Mach die Waffe weg, sonst schieß dich ab. So, du wirst mich jetzt zu deinem Wasserfahrzeug bringen. Los! Dann folgt mir doch. Leute, wie folgt mir doch, hä? Leute, der kann einfach übers Wasser laufen. Der ist richtig krass. Ich kann das leider nicht, aber egal. Ich schwimme einfach kurz rüber. Mach keine Faxen, Junge. Ich werde mir jetzt dein Wasserauto holen. Ach ja, Hände hoch. Oh nein, 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 Leute, nein. Er hat uns im Wasser erwischt. Ankommen. Hä? Leute, ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Hä, was denn jetzt? Ah, der hat eine Wasserbarriere hier gemacht. Hä? Ich kann mich hier nicht bewegen. Nein, 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 Leute, das Wasser saugt mich ein, das Wasser. Oh mein Gott, Leute, ich werde ertrinken, er saugt mich ins Wasser rein. Wir müssen schnell irgendwas machen, was kann ich... mir geht die Luft aus, was kann ich machen, Leute? Oh nein, 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 ich muss irgendwas... Ich muss tauchen, er darf mich nicht sehen. Okay, tauchen. Wo bist du? So, jetzt kann er mich nicht sehen, Leute, weil er kann ja übers Wasser laufen, aber nicht unter Wasser. So, das ist jetzt hier mein Moment zum Angreifen. Dann komm ich halt rein. Ja, dann komm doch rein, du Idiot. So, unter Wasser, das haben wir die gleichen Stärken. So, wieder schnell tauchen. Wo ist er denn? Komm doch runter. Oh, da unten ist er. Komm. So, Wassergeist, ich werde dich schnappen. Zack, hier, nimm das, Wassergeist. Idiot. So, und oh, mir geht langsam die Luft aus. Schnell hoch. Leute, Alter. Wir haben den Wassergeist erledigt. Und Leute, wir haben das nächste Elementauto, und zwar das Wasserauto. Was hat das denn für eine Spezialfähigkeit? Und zwar Wassermodus aktivieren, hat es hier so einen Knopf, Leute.
Oh nein, nein, nein. Oh nein, der wacht schon wieder auf. Hä? Was geht hier mit dem Auto ab? Was macht der? Oh Leute, wir müssen schnell den Wassermodus aktivieren. Okay, Leute, schnell den Wassermodus aktivieren. Let's go! Oh. Tschüss, du Wassergeist-Idiot. Alter, Leute, der Lambo. Wir fahren mit 300 km/h übers Wasser. Oh mein Gott, ist das krass. Alter, die nächste Spezialfähigkeit, die wir haben. Ey, das ist ja so heftig. Oh mein Gott. Huhu. Und wir können jetzt einfach an Land weiterfahren, oder was? Und zack, auf Land geht's genauso weiter. Ey, das ist ja so cool, Leute. Holy moly, wisst ihr was? Ich glaube, den werde ich Touren sogar direkt vorbeibringen, weil der wohnt hier eh am Hafen. Dann fahren wir da einfach direkt übers Wasser bis zu Touren, Leute. Let's go. So, Leute, wir fahren jetzt hier einfach bis zu Tourens Tempel hier über den Hafen. Ey, das ist ja zu nice. So, und dann zack, einfach hier hoch. Warte mal, ist Touren hier? Oh, da ist er ja. Hallo, Touren. Oh, hallo, Mats. Schau mal, ich habe hier das nächste Fahrzeug, das Wasserfahrzeug. Sehr gut, sehr gut. Das Feuerfahrzeug wird gerade abgeholt. Sehr gut. Was soll ich als nächstes holen? Luft oder Erde? Wir haben die Koordinaten von der Luft, von der Erde. Ich bin gerade nur am Suchen. Oh, von allem. Okay, krass, krass, krass. Weißt du was, dann mache ich einfach mal als nächstes mit Luft weiter, ja? Mach Luft. Ja, hol die Luftfahrzeug. Kann ich hier das Wasserfahrzeug wieder nehmen? Ja, aber warte ganz kurz, warte. GPS lang gemacht, damit ich gleich abholen kann. Okay, super, danke. Weil Leute, das Luftfahrzeug, ich sehe schon im Navigationssystem, das ist irgendwo am Flughafen. Da kann ich auch direkt übers Wasser dahin fahren. Zu nice. So, dann würde ich sagen, Leute, wir werden uns als nächstes den Luftboss holen, beziehungsweise das Luftelementfahrzeug. Mal schauen, was das Ding kann. Wir fahren jetzt hier einfach durch bis zum Flughafen. Let's go. Hey Leute, irgendwo hier muss das sein. Der Standpunkt wird irgendwo hier hinten am Flughafen angezeigt. Ja, habt ihr eine Idee, wo das sein könnte? Hier circa irgendwo. Hier bei diesen Treppen. Hä? Okay, Leute, wisst ihr was? Wir werden es jetzt mal rausfinden. Und let's go. Warte mal, hier in dieses Gebäude kann man doch auch reingehen in GTA. Okay, wir müssen da jetzt schnell reinstürmen, aber am besten leise. So, wir machen das jetzt mal hier. Wobei, was für leise. Wir machen das Touren-Style. Schön mit der Minigun. So, hier oben muss das sein. Und wir schießen die Tür auf. Hä? Der Raum hier ist ja leer und verlassen. Luftgeist, ich weiß, dass du hier bist. Hey, wer ist das denn? Da ist er. Luftgeist, bleib stehen. Nein, er will abhauen. So, Luftgeist, Hände hoch. Hey, der ist ja voll der Bummi. Ey, auf mich zu treten oder ich werde dich abknallen. Ey, Luftgeist. Du kriegst mich nicht. Luftgeist, ich werde dich jetzt hier gleich abknallen, wenn du... Ey, das ist ja voll der Bummi. Die anderen waren ja viel aggressiver als er. Ey, wenn du mich jetzt noch... Okay, Leute, ich glaube, der muss einmal schlafen gehen. So, jetzt nehmen wir jemanden... Okay, der will mich verarschen. Warum ist der denn so ein Bummischüler, der Luftgeist? So, wo bist du? Hinter dir. Hä? Kann er hier fliegen, jetzt oder hinter dir! Ah, bumm! So, jetzt hab ich dich. Geschlagen. Hör auf. So. Au! Du bist ja ein richtiger Bummi-Luftgeist. So, weißt du was? Ich will dir nichts antun. Du scheinst ganz nett zu sein, aber ich werde mir dein Luftauto klauen, dein Luftelementauto. Nein, bitte nicht. Doch. Ich hab Nein gesagt, deswegen darfst du nicht. So, du gehst jetzt schlafen, Leute. Der ist eigentlich voll nett zu uns. Der wollte uns nicht mal umbringen oder so. Wir werden uns jetzt hier mal einfach das Luftauto direkt schnell klauen. Ach, und liebe Grüße von Wassergeist und von... Gib mir mein Luftauto wieder! Oha. Nein, jetzt dreht er durch! Wow! Hä? Auf einmal dreht er durch, Leute! Okay, wir hätten ihn vielleicht doch lieber holen sollen. Oh mein Gott, warte mal, wir fahren mal. Es wirkt erstmal wie ein ganz normales Auto, aber... Warte mal, hier ist auch wieder ein Knopf, und zwar Luftmodus aktivieren, Leute. Das werden wir jetzt auch mal machen. Let's go! Gib mir mein Luftauto wieder! Leute, oh mein Gott, das Ding kann einfach fliegen. Hä? Let's go! Whee! Oh mein Gott, seht ihr auch mal, wie schnell wir sind? Wow, auch der Motorsound davon. Yippie, 700 km/h, 800 km/h, 900, 1000 km/h sind wir schnell. Wow, das ist ja übelst krass, das Luftauto. Schnell hochziehen. Alter, das Ding kann ja wirklich fliegen. Okay, Leute. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Und wisst ihr was? Touren hat auch direkt schon den Standort für das Erdelement-Auto. Da werden wir jetzt als nächstes einfach mal hinfliegen, weil, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das auf dem Mount Chiliad sein. Da fliegen wir jetzt einfach mal hin und es wird ja jetzt eh übelst schnell gehen, weil wir hier einfach mit 1000 km/h durch die Luft fliegen. Warte mal, 1100 sogar. Wir machen mal hier einen kleinen Speedcheck. 1200. Nee, schneller geht's nicht. 1000, also 1200 ist so circa. Doch, oh mein Gott, 1300 km/h. Crazy. Und wir sind am Mount Chiliad angekommen. So, hier muss das Erdelement irgendwo versteckt sein.
So, wir gucken jetzt mal so irgendwo da unten. Nein, warte mal, wie landet man denn mit dem Ding? Einmal hier bitte landen, Luftauto. Oh, das ist nicht so einfach zu steuern. Das gibt eine Bruchlandung! Oh mein Gott, Leute, das war eine Bruchlandung hier. Irgendwo hier muss der doch sein. So, wo ist der? Wo ist der Typ? So, oh, warte mal, da ist er. Hey, hallo, du da! Hey! Du bist also der Wächter des Erdelements. Ja. Und was willst du hier? So, du machst jetzt die Hände hoch. Ich hab deine anderen Brüder auch schon abgezockt. Nein, warte mal. Bevor du an mich ran willst, komm mit meinem Bergaffen klar. Oh nein, er hat eine Bergaffenarmee. Er greift mich mit Bergaffen an. Oh mein Gott, er kann Bergaffen spawnen. Wow. Scheiße, die Munition geht mir gleich. Ich muss hier runter. Leute, wie können wir den Kranken stoppen, Mann? Der kann ja irgendwie unendlich viel Affen holen. Warte mal, was ist das denn hier für eine Spezialwaffe von Thurn? Er hat mir so eine übelste Zukunftswaffe gegeben. Damit werde ich den Typen jetzt hier einfach wegschießen. So, du Idiot. Such den, und bam. Und. So, runter da jetzt. Und bam. So, komm hier, nimm das. Und nimm das. So, warte, ich muss ihn einmal mit dieser Spezialwaffe treffen, Leute. Bam! So, du gehst jetzt schlafen, du Idiot. Bam! Alter, Thurn hat uns hier echt krasse Waffen gegeben. Und wir klauen uns jetzt das letzte Elementauto, und zwar das Erdauto. Oh mein Gott, was denn? Was ist das denn hier für ein Ding? Boah, Leute, wir sind in dem Auto. Hier ist der Erdmodus. Ich mach den mal an. Was kann das Ding denn jetzt? Warte mal. Oh mein Gott, nein, Leute. Nein, er hat jetzt seine... Oh mein Gott, er hat seine Affenarmee gespawnt hier, Leute. Was soll ich machen? Warte mal. Hier, ich muss den Knopf mit dem Erdmodus aktivieren. Mal gucken, was jetzt passiert. Wow, der Erdbebenmodus. Alter, seht ihr mal, wie alles wegfliegt? Tschüss, du Noob. Alter, selbst die Steine bewegen sich. Schaut euch das mal an. Wow, selbst die Steine fliegen weg, wenn wir hier auf die zufahren. Alter, das Erdauto kann einfach wie so Erdbeben und Steine und so alles durch die Luft werfen. Ey, das ist ja übelst krass, das Erdauto. Leute, wir haben heute alle Elementautos geklaut. Ich werde das Auto jetzt auch noch zu Touren bringen. Dann haben wir es geschafft. Alter, ist das krank. Schaut euch das mal an, wie hier die ganzen Steine wegfliegen. Leute, lasst jetzt hier mal ein Like und ein Abo da. 20.000 Likes. Paul Berger ist auch da. Was geht ab? Du hast nicht gesehen, Alter. Kleiner Bruder, Paul Berger, was hast du da gerade gemacht? Du hast nichts gesehen. Ich hab's gesehen. Du hast mit einem pinken Einhorn getanzt. Nein. Ich glaube, das muss ich mal deinen Klassenkameraden erzählen, dass du mit einem pinken Einhorn tanzt. Hör auf, Mann. Ich bin der Einhorn-Tanzschule beigetreten. Du bist der Einhorn-Tanzschule beigetreten, ja. Okay. Ja gut, dann sag mal so, wenn du dich jetzt nicht hier an meine Regeln hältst, dann werde ich es deinen Klassenkameraden erzählen. Du hast keine Beweise. Scheiße, ich hätte echt ein Foto machen müssen. Verdammt! Aber wenn du willst, können wir zusammen da hingehen und tanzen. Nee, ich will nicht in die Einhorn-Tanzschule. Leute, lasst mal ein Like und ein Abo da für mehr GTA 5 RP. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus, gehen mal zu unserem Lambo und checken mal, was wir heute so machen. Kommst du mit, Paul Berger? Ja, okay. Musst du eigentlich nicht in die Schule gehen? Was ist das denn? Mr. Venom? Hallo, Venom? Ja. Warum kommst du auf so einem kleinen Mofa angefahren? Paul Berger! Ja, was ist los, Mann? Hast du noch von irgendjemandem eine Superkraft? Nee. Verdammt, Jungs, ihr wisst nicht, was los ist. Los Santos wird wahrscheinlich untergehen heute. Warum soll Los Santos untergehen? Was faselst du da, Venom? Ja, meine Autos wurden alle geklaut und die haben viel Macht in sich. Hä? Ach, die Autos sind deine Kraftquelle, oder was? Ja. Okay. Das Ding ist, mein böser Zwillingsbruder hat die geklaut. Warte mal, du hast einen bösen Zwillingsbruder? Ja, ich bin der Gute. Ich dachte schon, du wärst der Böse. Nein, ich bin voll lieb. Ja, okay. Und jetzt willst du unsere Hilfe, oder was? Ja, ich brauche eure Hilfe unbedingt. Ihr müsst ihn aufhalten. Ihr müsst ihm die Autos entwenden. Ansonsten wird er ganz Los Santos zerstören. Aber wenn du es nicht schaffst, wieso sollten wir es schaffen? Ja, das ist eine gute Frage. Warum sollen wir das schaffen? Ich hab dich ausgebildet, ich weiß, was in dir steckt. Und du bist der große Bruder von Paul Berger. Stimmt, zusammen, Leute. Können wir das schaffen. Paul Berger hat doch mal ein Praktikum bei Venom gemacht. Paul Berger, vielleicht kannst du wirklich helfen. Ja, ich weiß nicht. Lass mal angucken hier. Ja, aber warte mal. Venom, also du musst uns erstmal was Genaueres sagen. Erstmal, wie viele Autos sind das? Was für Autos sind das? Und wo finden wir deinen Bruder, um ihn wieder wegzunehmen? Also Max, es sind drei Autos. Ein Mercedes Vision GT. Okay. Ein Rolls-Royce Dawn und ein Lamborghini. Mit dem Lambo habe ich die Schnelligkeit. Der Rolls-Royce sorgt für die Stärke. Und der Mercedes für meine Ausdauer.
Wow, okay, okay. Und wir müssen dir alle drei Autos wiederbringen, damit du deine Superkräfte wieder hast, oder was? Richtig, also sagt mein Bruder dir und wird ganz Los Santos zerstören. Wie heißt dein Bruder überhaupt? Wie erkennen wir den? Wie sieht der aus, dein Bruder? Ihr werdet ihn sehen. Er sieht nicht aus wie ich. Er ist der Hässliche von uns beiden. Ah, okay, okay. Paul Berger ist auch der Hässliche von uns beiden. Ich verstehe das. Was soll das, Mann? Ja, okay, dann sag mir, wo ich ihn finden kann. Wo ist er? Ich habe euch alles auf eure Handy schicken lassen. Okay, danke. Danke, Mr. Venom. Ey, komm einfach später wieder zu uns. Ja, alles klar. Aber warte mal. Venom. Ja. Bleib du am besten hier. Wir werden dir nacheinander die Autos holen. Und wenn wir alle drei Autos wieder haben, dann wirst du uns helfen, den bösen Bruder zu besiegen. Weil dann hast du ja wieder Kräfte, okay? Dann werden wir den zusammen fertig machen. Okay, komm, Paul Berger, wir haben eine Aufgabe. Ich verlass mich auf euch, Jungs. Kein Problem. Ja, warte mal. Max, du bist von uns der Hässlichere. Ja, du bist der Hässlichere. Tschüss, Venom. Nein. Doch, ist doch klar. Ist doch ganz klare Sache. Leute, stimmt doch mal ab. Wer von uns sieht besser aus? Ich oder Paul Berger? Jetzt in die Kommentare schreiben. Oh mein Gott, und lasst dein Like und ein Abo da. Wir müssen heute Venom helfen gegen seinen bösen Bruder. Wer könnte das sein? Kennt ihr den bösen Bruder von Venom? Ich kenne den gar nicht. Und der hat Venom irgendwie seine Autos geklaut und die Autos sind die Quelle seiner Macht und die müssen wir wieder zurückholen, weil der böse Bruder sonst ganz Los Santos zerstören will. Und warte mal, Venom hat uns hier gerade schon die Koordinaten geschickt. Wir müssen da jetzt mal hinfahren. Ey, Paul Berger, wir fahren hier gerade schon aus der Stadt raus. Wo wohnt denn Venom? Wo ist denn sein Haus? Der hat uns hier einen Standort geschickt. Du warst doch schon mal hier. Ja, das ist da oben am Berg, Mann. Das ist so Superheldenbase-mäßig. Eine Superheldenbase oben auf einem Berg, okay. Ja, du bist mal auf die Berge fahren, auf Street. Ach, da oben ist das. Oh mein Gott. Ja, aber ey, heißt das, dass der böse Bruder von Venom ihm sogar sein Haus weggenommen hat, oder was? Keine Ahnung. Oha, okay, wir gehen da mal hin. So, warte mal. Wir parken mal kurz den Lambo hier. Lass erstmal reinschleichen und gucken, ob wir den bösen Bruder von ihm sehen. Vielleicht können wir erstmal ein Auto klauen, ohne dass er uns bemerkt. So, okay. Komm! Du kennst doch hier aus, du warst schon mal hier. Okay, aber pass auf. Mir nachkommen. Ja, mach langsam. Wir wissen nicht, wie krass der drauf ist, der Bruder von dem. Okay, hier geht's rein. Weißt du den Code, um hier reinzukommen? Du warst schon mal hier. Ja, hier ist ein geheimer Durchgang nach oben. Okay. Oh. Oh mein Gott. Ey, Paul Berger, wir sind hier in der Superheldenbase. Weißt du das eigentlich? Ja, ich weiß. Okay, hier war ich schon ein paar Mal. War jetzt ganz unauffällig. Wir wissen nicht, wo der ist. Oh, da ist eine Frau oder so. Da vorne ist eine Frau? Okay, komm. Wo könnte der böse Bruder von ihm sein? Hier ist doch niemand. Wo sind aber die... Macht. Ich brauche eine Macht. Warte mal, hörst du das? Was war das? Hörst du das, Paul Berger? Alter. Oh, guck mal, warte, guck hier um die Ecke. Oh mein Gott, der saugt die Macht aus den Autos raus. Alter, was ist das? Der sieht wirklich wie Venom, nur in hässlich aus. Kein Wunder, dass er der hässlichere Bruder ist wie du, Paul Berger. Alter, hör doch auf, Mann. Alter, krass. Krass, was macht der da? Seht ihr das? Der geht zu allen Autos und saugt da die Macht raus. Ey, wir müssen ihn irgendwie ablenken. Er darf nicht aus dem letzten Auto noch die Macht raussaugen. Wir müssen ihn irgendwie ablenken. Paul Berger, hast du eine Idee? Paul Berger, wo bist du? Ich bin hier vorne. Warte mal, ich hab eine Idee. Paul Berger, geh mal dahin und werd ihn so ablenken. Mach so, als wärst du ein Fan von ihm, okay? Ja, kann ich machen. Was für ein Geräusch? Oh. Warte, ich mach das jetzt. Hol deine Kamera raus und mach so, als wärst du ein Fan von ihm. Ich werde dann versuchen, das erste Auto zu bauen. Oh mein Gott. Du bist der Hälfte! Frischfleisch! Du bist der Hälfte, wenn du dich hier gerade anlegst, ich will ein Foto machen! Du willst ein Foto machen? Paul Berger, du musst mit ihm um die Ecke gehen, damit ich da hinlaufen kann. Komm, sie! Oh mein Gott, das ist mein größter Traum! Hey Leute, was geht ab? Ich bin Paul Berger und heute werden wir... Sehr gut, Paul Berger macht das richtig gut. Okay, komm, Leute, er ist abgelenkt. Jetzt gehen wir schnell hin. Wir müssen als erstes den Vision GT klauen. Ich glaube, das ist irgendwie die Kraft für seine Ausdauer oder so, hat er irgendwie gesagt. Weil da hat er doch nicht die Energie rausgesaugt. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, sieht er auch krank aus. Paul Berger, schnell, komm rein. Oh mein Gott. Ich mag die nicht. Hahaha, er ist runtergefallen, der Idiot. Oh, let's go. Achtung, Paul Berger. Let's go! Oh mein Gott. Hey, ich höre ihn noch. Verfolgt er uns? Keine Ahnung. Wow, der ist voll schnell, Mann. Ich sehe den gar nicht. Verfolgt er uns? Scheiße. Kickdown. Oh mein Gott, das Auto ist auch voll krass. Kein Wunder, dass Venom daraus seine Kraft zieht. Alter, sieht das heftig aus.
Aber ich glaube, wir haben ihn abgeschüttelt. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weißt du was, wir werden das erste Auto jetzt mal nach Hause bringen, werden das Venom zeigen und dann hoffen wir, dass er daraus seine Kraft mal wieder ein bisschen rausziehen kann. Ich weiß nicht mehr, für was war nochmal der Mercedes Vision GT? War das für Ausdauer? Nee, ich glaube, weiß nicht mehr. Stärke? Doch, das war Ausdauer. Das war Ausdauer, ne? Der Rolls-Royce war Stärke und der Lambo war Schnelligkeit. Okay, perfekt. Dann Leute, jetzt ab nach Hause und Venom geben wir jetzt seine Kraft wieder, damit wir den bösen Bruder aufhalten können. Oh mein Gott, Paul Berger, wir haben es geschafft. Denkst du, der wird irgendwie zu uns kommen, der böse Bruder? Denkst du, er wird es noch bei uns rächen? Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So, wo ist der? Ah, da ist Venom. Venom, komm her. Meine Ausdauer. Das ist das Auto für deine Ausdauer. Zieh deine Kraft daraus, schnell. Oh, was macht der da? Hast du deine Ausdauer wieder? Leute. Ja. Was ist das? Was habt ihr gemacht? Oh, ich fühle mich super! Sehr gut! Ja, stark! Oh mein Gott. Aber wir müssen dir noch deine Stärke und Schnelligkeit wiederholen. Oh, ich fühle mich super stark. Hey, nein, du bist noch nicht stark. Du hast nur das. Der Wagen dürfte dir nur die Ausdauer gegeben haben. Ja, aber die Ausdauer belebt meinen Körper wieder. Okay, das ist schon gut, aber ich glaube, du bist immer noch nicht stark genug, um mit deinem kleinen Bruder das aufzunehmen. Nein. Ach, ich hasse meinen kleinen Bruder. Kleine Bruder sind so nervig. Ey, ja, fühle ich. Denkst du, der wird was machen, weil der hat uns gesehen, als wir das Auto geklaut haben? Denkst du, der wird hier irgendwie zu uns kommen und sich rächen wollen? Nein, ihr habt ihm die Ausdauer weggenommen. Den Weg hierhin wird er sich nicht aufnehmen. Oh, ich hoffe doch. Ich hoffe doch, okay. Er hat das richtige Auto weggenommen am Anfang. Das ist gut, das war echt schlau von uns. Okay, pass auf, wir gehen da wieder hin und werden ihm das nächste Auto wegnehmen. Bleib hier. Okay, Paul Berger, komm, wir müssen weiter. Ich vertraue auf euch. Ja, wir machen das. Ich nehme meinen Roller mit. Ja, okay, dann nehmen wir jetzt den Roller. Steig auf, Max. Let's go. Oh, Paul Berger, sicher, dass du fahren willst? Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass Paul Berger fährt. Aber Leute, wir werden jetzt wieder zu Carnage fahren, zu dem bösen Bruder von Venom. Und werden dort versuchen, das zweite Auto zu klauen, um Venom wieder stärker zu machen für den Endkampf gegen Carnage und Venom, Leute. Let's go. Okay, wir sind wieder hier. Aber Paul Berger, jetzt müssen wir richtig aufpassen, ja? Der weiß ja jetzt schon, dass wir kommen. Oh, dein Lambo steht noch hier. Du musst aufpassen. Ja, können wir später abholen. Dadurch kriegt er ja keine Kraft. Jetzt richtig. Weißt du, wie man den aufhalten kann? Du hast doch mal eine Ausbildung bei Venom gemacht. Was ist die Schwäche von ihm? Ich glaube, Feuer ist ihm seine Schwäche. Im Notfall, warte mal, ich nehme mal ein paar Molotow-Cocktails direkt in die Hand. Ich habe bei Venom im Film mal gesehen, dass Feuer seine Schwäche ist. Aber ich weiß nicht, ob das auch bei dem bösen Bruder gilt. Okay, komm, wir gehen da wieder rein. Let's go. Wir müssen jetzt richtig aufpassen. Ich glaube, der ist richtig sauer auf uns, Leute. Okay, komm, Paul Berger, komm. Nein! Oh mein Gott, er ist so schnell, er hat noch seine Schnelligkeit! Nein, lass meinen Bruder, Carnage! Ach du Scheiße! Scheiße, wo ist er? Wo bist du? Nein, wo ist er hin? Scheiße, er hat mir meinen Bruder weggenommen! Und er war noch so schnell! Nein. Ey, wisst ihr was? Paul Berger, halte durch, ich werde dich zurückholen. Ich muss ihm als nächstes das Auto für die Schnelligkeit wegnehmen. Den Lambo, Leute, damit er seine Schnelligkeit verliert. Oh, nein, Leute. Hey, warte, da war er wieder. Jetzt dürfte er nicht mehr so schnell sein. Lass das Auto in Ruhe. Wo ist er? Er ist hier gerade dran rumgeflogen. Scheiße, Mann. Zeig dich, Carnage. Wo ist mein kleiner Bruder? Oh mein Gott, Leute, ich kann eigentlich echt nicht ohne meinen kleinen Bruder weg. Carnage, zeig dich. Oh, gib mir das Auto wieder. Wo ist er? Er dürfte gar nicht mehr so schnell sein. Aber bestimmt funktioniert das erst, wenn... Gib mir das Auto wieder. Nein, er hat noch so lange seine Schnelligkeit, bis Venom die Sachen rausgezogen hat. Ich sehe ihn gar nicht. Wenn du mir das Auto nicht gibst, dann werde ich deinen Bruder umbringen. Ah, da ist er. Nein. Er ist zu schnell. Scheiße, Mann, Leute, das bringt so nichts. Ich muss das Auto erst Venom bringen, dass er die Schnelligkeitsenergie da rauszieht. Und dann können wir versuchen, Paul Berger wieder zurückzuholen. Scheiße, Mann, mein kleiner Bruder. Nein. Leute, wir müssen uns beeilen. Ich will gar nicht wissen, was der mit dem macht. Der ist ja richtig gefährlich, dieser Carnage. Okay, jetzt ganz schnell nach Hause. Venom muss die Schnelligkeitsenergie hier rausziehen, damit wir ihn stoppen können. Und dann bleibt ihm nur noch die Stärke, Leute. Let's go, ab nach Hause. So, komm. Nein, mein kleiner Bruder. Venom, wo bist du? Venom! Hey, Max! Sehr gut gemacht! Schnell, zieh die! Er hat meinen kleinen Bruder! Nein! Ich konnte ihn nicht erwischen, weil er so schnell war! Zieh die Energie raus, schnell! Ich hab die Schnelligkeit! Okay, ich glaube, er hat die Energie rausgezogen! Venom, bist du jetzt schnell? Oh, Leute, guck mal, wie schnell er jetzt wieder ist! Let's go! Okay, stark. Und das bedeutet ja, dass dein Bruder jetzt nicht mehr die Schnelligkeit hat.
Richtig. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, jetzt hat er nur noch ein Auto, aber er hat meinen kleinen Bruder. Aber das Problem ist, er hat noch die Stärkigkeit, die Stärke. Ich glaube, du kannst noch nicht mit ihm aufnehmen. Wir müssen ihn irgendwie... Nein. Wenn du schaffst, das Auto irgendwie wegzukriegen, dann könnte ich die Kraft aufnehmen und dann könnte ich Bauberger retten gehen. Ich habe eine Idee, wie wir es machen. Vernon, du wirst jetzt mit dorthin kommen. Obwohl, nein, wir werden es anders machen. Ich habe einen Plan. Ich werde jetzt das letzte Auto klauen, dann wirst du die Stärke da rausnehmen. Du wirst die Stärke auf dich aufnehmen und dann gehen wir zusammen hin und dann werden wir meinen kleinen Bruder retten. Und dann wirst du gegen deinen Bruder kämpfen. Das ist der beste Plan. So schaffen wir das. Dann warte hier, weil ich glaube, solange er noch die Stärke hat, bist du noch zu schwach, um ihn zu besiegen. Jawohl, ich warte hier. Okay, Venom, ich werde jetzt hier mein letztes Auto nehmen, was ich noch zur Verfügung habe. Und zwar meinen Range Rover. Oh mein Gott, komm. Ich mache das alles nur, um meinen Bruder und um die Stadt zu retten. Ja, natürlich werde ich das schaffen. Komm, für Paulberger, für meinen Bruder, schnell, Leute. Wir müssen da wieder hin zur Base, zu der Superhelden-Base. Und da müssen wir jetzt noch das letzte Auto, und zwar den Rolls-Royce Dawn von Venom, uns zurückholen, Leute. Let's go. Ey, Leute, ich habe wirklich Angst um meinen kleinen Bruder. Ich hoffe, der wird dem nichts antun, Mann. Habt ihr euch den mal angeschaut? Der sieht richtig schlimm aus. Der ist irgendwie so wie Venom ohne Haut oder so. Keine Ahnung, was das für einer ist. So, okay. Wir haben es fast. Hier, Range Rover Offroad Action. Come on. Und perfekt, wir müssen auf jeden Fall später unsere ganzen Autos wieder nach Hause fahren. Okay, jetzt ganz schnell rein. Ich muss versuchen, ihn mit Feuer aufzuhalten. Ich glaube nicht, dass ihm das was bringt, weil er noch das Auto der Stärke hat. Aber vielleicht reicht es aus, um kurz meinen Bruder wieder zurückzuholen. Okay, komm, wir müssen da jetzt schnell rein. Oh, Paulberger, ich komme. Let's go. Okay, Leute, wir haben den Molotow-Cocktail in der Hand. Wo ist dieses Stück Scheiße, dieser Carnage? Und da ist er in dem Gebäude drin. Und da ist Paulberger, der Knieter. Wie ist dein Name? Nein! Sag mir deinen Namen oder ich werde dich jetzt zerfetzen! Nein, du Bruder wird dich zerfetzen, du Zungenschleuder! Was hast du gesagt? Er sagt, er will meinen kleinen Bruder zerfetzen, dieses Stück Scheiße. Wenn dein Bruder nicht mit meinen zwei Autos abgehauen, dann hätte ich dich jetzt in 1000 Stücke gedachsen! Nein, Paulberger! Ja, du Idiot, das letzte Abnehmen, du Idiot! Ich muss ihn irgendwie ablenken. Ich brauche dich noch, damit dein Bruder mir die zwei Autos bringt. Er hat 24 Stunden. Überlegst du genau, was du jetzt für eine Scheiße machst. Er sagt, wenn er in 24 Stunden nicht die Autos wieder hat, dann wird er meinem Bruder was antun. Leute, wir müssen jetzt ganz schnell an das letzte Auto kommen, dass Venom die Kraft hat und dann müssen wir ihn hier gemeinsam befreien. Alleine kann ich es nicht mit ihm aufnehmen. Ich kann höchstens etwas Zeit schinden. Wisst ihr was? Ich werde die Molotow-Cocktails hinwerfen, damit er da nicht rauskommt und dann werde ich mir schnell das letzte Auto holen. So, und zwar... Carbage, du kriegst mich nie! So, komm, schnell. Paulberger, halte durch! Okay, schnell. Ja, perfekt, das wirkt, das Feuer. So schnell in das Auto der Stärke rein, in den Rolls Royce, Leute. Und Leute, here we go! Oh, perfekt. Habt ihr das gehört? Und er ist gar nicht mehr schnell, er kann uns nicht mehr hinterher rennen, weil er nicht mehr schnell ist. Oh, nice, das war richtig schlau, dass wir ihm zuerst das Auto der Ausdauer, Schnelligkeit und dann jetzt das Stärke-Ding weggezogen haben. Das war echt schlau von uns, aber wir müssen uns jetzt was beeilen, weil er hat gesagt, dass er ihn innerhalb von 24 Stunden meinem kleinen Bruder was antun wird. Schnell zu Venom, er muss die Stärke aus dem Auto ziehen, Leute. Oh, nein. Oh, das ist total schwer zu lenken, das Ding, das ist auf jeden Fall nicht das schnellste Auto, aber ist ja natürlich auch nicht das Auto der Schnelligkeit zum Rolls-Royce. Okay, Venom! Hallo, hier, Venom! Ja, was los? Hier, das Auto der Stärke, schnell. Mach schnell, er hat gesagt, er wird meinem kleinen Bruder gleich was antun. Wir müssen da schnell hin, komm. Oh, Leute, er zieht die Stärke aus dem Auto. Da ist die Stärke. Ich habe... Ja! Oh, Leute, guck mal, wie hoch er jetzt wieder springen kann. Oh mein Gott. Ey, Venom, bist du bereit, um es wieder mit deinem Bruder aufzunehmen? Ich werde ihn vernichten. Oh, sehr gut, Leute, wir haben Venom wieder stark gemacht. Ey, Venom, ich habe keine Autos mehr. Kannst du mich tragen und da schnell hinrennen? Ja. Komm, zeig mal, wie schnell du jetzt wieder bist. Wo ist er? In deinem Haus. Er hat dir auch dein Haus weggenommen. Er ist in deiner Base. Oh, ich werde dich zerstören, zermanschen und zerdampeln. Okay, komm jetzt, mach mal hin hier, schnell. Und los geht's. Oh mein Gott, Leute, guck mal, er ist jetzt wieder so schnell. Ach du Scheiße. Okay, perfekt, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder bei seinem bösen Bruder. Oh mein Gott. Alter, das ging echt schnell, hierher zu kommen. Okay, Venom, du kannst mich wieder runterlassen, danke. Okay, hier ist er. Carnage, du Stück Scheiße, komm raus. Oh, Leute, oh mein Gott, wie episch das aussieht. Venom und ein Crimex. Los, wir retten Paulberger, let's go. Alter, Leute, ich glaube, er ist richtig sauer jetzt auf seinen Bruder. Ich glaube, er wird jetzt Carnage richtig verprügeln. Gib dir mal richtige Bomben jetzt hier. Da ist er. Hilfe, guck mal, wie er sich versteckt. Achtung, hier sind Bomben.
Was? Ich habe vielleicht meine Kräfte verloren, meine Ausdauer und meine Schnelligkeit. Guck mal, er versteckt sich aber wie ein kleines Opfer. Du lachst mich gerade aus? Guck mal, was ich in meiner Hand halte. Ich werde das gleich sonst aktivieren. Oh nein. Ich gebe euch 3 Sekunden. Er hat Sprengstoff in seiner Hand. Mach's auf. Nein. Der Sprengstoff ist bei meinem Bruder. Oh nein, Venom. Oh mein Gott, wo sind die? Venom. Wir werden eigenen Bruder hintergehen. Was ist das? Lass uns den Kampf draußen erledigen. Ach du Scheiße, die wollen sich jetzt richtig verprügeln da draußen. Komm, Paul Berger, wir schauen uns das an. Oh mein Gott, Leute. Venom, wir waren mal Brüder. Wir waren Brüder, bis du den bösen Weg gegangen bist. Ach du Scheiße. Was kann ich dir nicht anschließen? Der Kampf der Brüder. Können. Weißt du noch? Ich damals, als ich dich gebraucht habe, hast du mich allein gelassen. Allein gelassen? Du bist ein Psycho, du wolltest dein Kind umbringen! Oh mein Gott, die kämpfen gegeneinander! Deine Schläge tun mir nichts! Nimm das! Er rennt weg! Los, Venom, pack ihn! Du kannst mir nicht entkommen! Was macht der, wo rennt er hin? Willst du deinen eigenen Bruder umbringen? Ich mach dich blind! Oh mein Gott, was geht da hinab? Ich werde alles dafür umsetzen, um dich zu attackieren! Fress meine Geheimwaffe! Oh mein Gott, er hat die Lasergeheimwaffe! Nein, Venom! Venom! Ach du Scheiße, wir müssen ihm helfen, Paulberg, wir müssen ihm helfen! Los, lenk ihn ab! Lenk ihn ab mit Feuer! Mit Molotov-Cocktails, wir lenken ihn ab! Venom, steh auf! Lass mich! Los, jetzt pack ihn, Venom! Oh nein, ich hab Venom getroffen! Pack ihn dir, Venom! Nein! Oh mein Gott, Venom opfert sich auf! Ach du Scheiße! Venom hat sich aufgeopfert, um uns zu retten! Denkst du, der ist tot? Ich glaube, die sind beide tot, Leute! Nein, Venom! Oh mein Gott! Ey, Leute, F in den Chat für Venom. Aber er hat sich aufgeopfert, um uns zu retten. Paul Berger, das war eine Ehrenaktion von uns. Aber, ja. Weißt du was? Worauf hast du Bock? Sollen wir zu McDonald's eine Runde gehen? Ja, ich hab ziemlich Hunger. Ich hab voll Hunger nach der ganzen Action. Ich bin richtig gespannt, was heute abgeht, Leute. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da für mehr GTA 5 RP. Und ich würde sagen, ich bin hier gerade schon mal rausgelaufen und da kommt er auch gerade angefahren. Oh. Ey, Turan, was geht? Max, bist du bereit? Ja, für was bereit? Du warst gerade voll aufgeregt. Was denn los? Ja, Mann, ich hab voll vergessen, die Feuerstunde bisher zu geben. Heute ist der Tag gekommen. Aber was für ein Tag ist gekommen? Was ist denn heute? Und zwar, heute ist die Messe von der Supercell Suken GmbH. Die Messe von der Superschurken GmbH? Hä? Ja, Listik, ja, genau. Was ist das? Einmal im Jahr. Es gibt eine Organisation, die heißt Superschurken GmbH halt. Und zwar, die entwickeln immer neueste Techniken für ganzen Bösewichte. Alter, oha, warum habe ich davon noch nie was gehört? Vielleicht, weil du noch kein super Bösewicht bist. Oha, okay, das ist krass. Und du nimmst mich damit hin, oder was? Ja, ich darf ein +1 mitholen. Oha, ja, ich nice. Ich hätte nicht gedacht, gehen darf. Ich habe gedacht, wir hätten letztes Mal rausgeschmissen. Ja, okay, ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, geil. Ey, Leute, Tour nimmt uns einfach mit zu der Superschurkenmesse. Ich bin richtig gespannt. Was denkt ihr, wird uns da erwarten? Nein, Tour! Oh. Leute, das ist der Grill Nummer 53 dieses Jahr schon, den ich gekauft habe. Turan jagt ihn jedes Mal in die Luft. Aber ist ja jetzt auch egal. Turan, unser bester Freund, nimmt uns mit zur Superschurkenmesse. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Ich bin richtig gespannt, was da abgehen wird. Und ich würde sagen, wir fahren da jetzt mal hin. Let's go. Alter, Turan, wo fahren wir denn hin, ey? Wir sind schon voll weit aus der Stadt raus hier. Ja, oh, hier ist es doch. Oh. Alter, was ist das denn hier? Warte ganz kurz. Oha. Oh nein, wird dem wieder schon eingeladen. Turan, hast du das gerade gehört? Hier hat jemand... Check. Ladies and gentlemen. Oh, warte, ich glaube, da vorne geht's gerade los. Komm, Turan. Superschurkmesse. Ich bin hier euer Veranstalter, Evil Schmieds. Ihr kennt mich aus der ein oder anderen furchtbaren Aktion, die ich durchgeführt habe. Wir haben heute Special Autos, Special Gäste. Alter. Wir werden euch allen heute zeigen, wie ihr zum Schurken Leute, schaut werden. Mal. Hier sind Ballers, hier sind andere Gangmitglieder und das hier ist der Anführer der Superschurken-Organisation. So, Bonus. Es gibt Bonusse, liebe Freunde und Damen. Heute wird auch ein Schurken-Auto an einen von euch verlost, wer die meisten Taten in der Schurken-Szene gemacht hat. Wir werden es analysieren. Das ist einfach ein richtiges Fest für Superschurken hier. Wie cool ist das denn? Ich würde jetzt gerne abholen. Ich habe was an ihren meisten gemacht. So, Turan, waren Sie nicht auf der Blacklist eigentlich?
Nein, Weidnick. Egal, wir machen jetzt ganz kurz weiter. Ich mache jetzt kurz eine Pause. Jetzt kommt unser Special Guest für heute. Warte mal, ey, Turan, warum hat der gesagt, dass du auf der Blacklist bist? Gehörst du nicht hier zu den Superschurken-Team dazu? Ja, aber kann sein. Aber vielleicht bin ich letztes Mal so ausgelastet. Okay, aber weißt du was? Weil ich eine Petition gemacht habe, dass ich nicht mehr kommen soll. Ach, warte mal, komm mal kurz, Turan. Ich habe hier langsam das Gefühl, die anderen Superschurken mögen Turan gar nicht. Ey, Turan, als wir hier gerade angekommen sind, haben direkt Leute gesagt, oh nein, der kommt schon wieder. Und so, ich hasse das auch nicht. Die sagen immer, ich bin zu mächtig, ich soll nicht mehr hinkommen. Und dann denke ich mir, nein, ich kann noch mächtiger werden. Ey, das ist ja voll uncool, dass die. Ich dachte, das wären all deine Freunde hier so. Ich dachte, so Superschurken untereinander sind so Freunde. Oh mein Gott, gucken Sie nach oben, gucken Sie nach oben. Das ist ja. Boah, wer ist das denn? Das ist Joker. Ist das Joker, oder? Ey, Freunde! Alter, sogar Joker ist hier bei der Superschurken-Organisation. Alter! Und ihr wollt alle da sehe ich, oder? Ich biete 50 Gott. Millionen! Ich will auch so werden wie er, ich werde auch so. Hallo, ich bin nicht zu bieten da, Leute, ey, wir werden heute. Alter, wie krass ist das? Selbst Joker kommt Joker, hier. Joker, ich habe eine Frage. Ja? Warum ist der Twan hier? Der ist doch schon immer zu mächtig. Warum immer der? Ich weiß auch nicht, weil war nicht eingeladen, Mann. Ey! Hey, wenn der Supersuche ist, ist so. Hey, macht ruhig weiter, Leute. Kann man das? Hä? Leute, was geht denn jetzt hier gerade ab? Ich glaube, Turan ist hier nicht. Nur weil du Batman nie besiegen konntest und nichts schon bis jetzt pissig geworden, oder was? Ich hatte schon öfter gesagt, du sollst verschwinden von hier. Ich soll verschwinden von hier? Ich will alle Autos kaufen. Mach mal jetzt hier keine Ansagen hier. Du wirst Wie kein du Auto hast mein bekommen. Batman zu besiegen. Usmaspur. Oh mein Gott, Turan hat Joker gerade richtig fertig gemacht. Boah, der hat sich aber gerade gegeben hier, Joker. Du bist leise, ja, du Käppi-Träger. Ey, pass auf, wie du mein Freund redest. Du wirst kein einziges Auto hier bekommen. Alter. Warum, wer sagt das? Und du wirst sofort verschwinden. Die sind ja hier alle voll unfreundlich zu Turan. Ach, wisst ihr was? Ihr könnt mich alle mal. Ich mache euch alles später kaputt, Mann. Geh weiter deine Heldentat machen für deine Freunde. Du bist kein Schurke, du bist zu lieb für uns. Die haben gesagt, Turan ist zu lieb. Ey, Turan ist halt ein Ehrenmann. Der wir ist zwar haben Schurke, keine Freunde. Wir sind Schurken. Ey, Turan, Alter, tut mir leid, dass es hier so... Ey, Mann, das tut mir voll leid. Leute, Turan hat sich voll gefreut auf die Superschurken-Messe und jetzt waren die alle so unfreundlich zu dem. Komm, ich fahr dich nach Hause, Mann. Ey, nein, Turan, warte mal. Ey, nein. Ich bin kein Superschurke mehr. Doch, du bist der krasseste Superschurke von allen. Aber die haben gesagt, ich bin zu lieb geworden. Guck's Nein, du bist gar nicht zu lieb. Du raubst zweimal am Tag die Bank aus. Du bist der krasseste Superschurke. Die haben mitbekommen, dass ich euch immer helfe. Hey Leute, es tut mir gerade voll leid, dass die haben Turan hier einfach ausgeschlossen, nur weil er echte Freunde wie uns hat. So. Ey, das, Leute, Mann, ey, das bricht mir gerade das Herz. Turan ist mein bester Freund. Oh, Leute, sind. Aber warte mal, Turan, sind das hier die ganzen Autos, die du eigentlich klauen wolltest? Kaufen wolltest? Ja, ich wollte die kaufen, und damit ich die Superhelden wieder, Superschurken bis unterstütze finanziell, dass sie mir gegen Superhelden wieder gewinnen. Aha, okay. Okay, ja, ich glaube, die sind ja schon, die sind cool hier, die Autos. Aber, Leute, mir kommt gerade so eine Idee. Die sind hier unfreundlich zu meinem guten Kumpel, zu meinem besten Freund Turan. Ich glaube, ich werde diesen Superschurken, dem Jokern so, ich werde denen hier mal eine Lektion erteilen, Leute. Ich glaube, ich werde hier mal ein paar Autos von denen klauen müssen, ja? Leute, wenn Turan uns gleich zu Hause abgesetzt hat, dann werden wir uns drum kümmern. Wir werden uns rächen für unseren besten Freund Turan, Leute. Ich würde sagen... Weißt du was, Max? Ja? Ich glaube, ich höre auf mit Mafia-Dinge. Ich bin, glaube ich, zu lieb geworden dafür. Nein, hey, du bist der krasseste Mafia-Boss, Turan. Die sind nur eifersüchtig. Das ist immer so. Die sind neidisch auf deinen Erfolg. Die haben keinen eigenen Tempel. Ich fahr dich nach Hause und dann geh ich schlafen. Guck mal, diese Grove Street-Leute, die hier gerade dich dumm angemacht haben. Die sind nur eifersüchtig, weil dein Tempel größer ist als die Straße von denen. Ja, kann sein. Du hast mehr erreicht als die alle zusammen. Lass dich nicht runterkriegen hier von denen. Ja, du hast vielleicht lässt, aber ich fahr dich jetzt nach Hause, dann geh ich schlafen. Oh nein, Leute, Turan ist voll Okay, Turan, tut mir leid für dich, dann setz mich gleich zu Hause ab. Ich komm später nochmal bei dir vorbei, ja? Ja. Okay, Leute, wir lassen uns jetzt mal kurz von Turan heimfahren und dann werden wir uns einen Plan schmieden, wie wir uns rächen werden, Leute. Turan, guck mal, ich habe in der Zwischenzeit einen neuen Grill bestellt. Du darfst ihn sogar zerstören jetzt. Und ich habe nicht mal was dagegen. Keine Lust. Guck mal, ich stell mich sogar, ich werde ihn dir sogar schon hinhalten hier, die Gasflasche. Mach ihn kaputt. Nein, das mag ich nur super böse, wie ich den nicht. Boah, Leute. Turan wollte nicht mal unseren Grill zerstören.
Ich glaube, ihm geht's wirklich nicht gut. Das tut mir richtig leid für ihn. Aber Leute, Mitleid ist später angesagt. Jetzt werden wir uns erstmal rächen. Und ich habe auch schon eine gute Idee. Wir gehen mal kurz rein in unseren Kleiderschrank, beziehungsweise in unser Ankleidezimmer. Denn, meine Freunde, wir müssen uns umziehen. Wir dürfen hier nicht wiedererkannt werden. Ich werde mich jetzt gleich auf diese Superschurkenmesse reinschmuggeln. Ich muss dafür aber erstmal aussehen wie ein Superschurke. Und dann werde ich denen eine Lektion erteilen. Ich werde ihnen all ihre Autos wegnehmen und Touren schenken, Leute. Ja, so ein Ding ist das. So macht man das als bester Freund. Wir werden uns jetzt mal hier kurz umziehen. Und Leute, wir müssen richtig gucken, dass wir wie ein echter Bösewicht aussehen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, ich habe mich jetzt hier mal umgezogen. Nicht wundern. Ich habe hier extra so eine Gasmaske angezogen, damit die mein Gesicht nicht wieder erkennen, weil wir gerade eben schon mal da waren. Habe mir so eine schusssichere Weste noch angezogen. Ich finde, wir sehen jetzt schon so ein bisschen aus wie dieser Bane zum Beispiel aus Batman, Leute. Der hat ja auch so eine Gasmaske auf oder irgendwie so eine Atemmaske. Wisst schon, Leute. Ich finde, wir sehen jetzt schon so ein bisschen wie so ein Bösewicht aus und zumindest erkennen die uns nicht. Ich würde sagen, wir fahren da jetzt aber erstmal gleich wieder zurück, weil ich könnte mir vorstellen, dass die da auch alle richtig gut bewaffnet sind. Müssen wir uns erstmal umgucken. Ich glaube, das wird gar nicht so einfach, von so vielen Bösewichten die Autos zu klauen. Wir sehen uns da gleich wieder, Leute. Okay, meine Freunde, hier vorne ist die Messe. Jetzt gilt es. Wir müssen uns jetzt hier erstmal reinschmuggeln. Oha, hier ist ein Security mittlerweile. Hallo, guten Tag. Hallo. Ja, ich will hier zur Superschurkenmesse. Zu welcher Organisation gehören Sie? Ich habe keine Organisation. Ich bin meine eigene Organisation, Junge. Okay, wie ist Ihr Name? Oh, Leute, der fragt nach unserem Namen. Wir müssen jetzt irgendwas erfinden. Paul Berger. Lass nämlich ganz kurz gucken, ja? Oh nein, Leute, der guckt auf die Liste. So, Platz 10 im Bodeis, 9 in Grofstreet, 18 Vargasse. Oh, Sie sind Platz 2, Paul Berger, richtig? Hä? Ich habe mir Sie mal kleiner vorgestellt. Na gut, Sie dürfen reinkommen. Leute, Paul Berger, wegen unserem kleinen Bruder sind wir da auf Platz 2 auf der Liste? Okay, gut, das hat funktioniert, aber wir sollten später mal ein Wörtchen mit unserem kleinen Bruder sprechen. Okay, perfekt, aber wir sind auf dem Event drauf. Boah, Leute, was sind hier für kranke Autos hier? Guck mal, hier so ein Mondfahrzeug, dann irgendwie hier so ein gepanzertes Fahrzeug mit Waffe oben. Hier auch nochmal, Alter, das sind einfach die Superschurken-Autos. Richtig gepanzerte Joker, Wagen. Können wir auch mal die Waffen später ausprobieren? Du Geschütze, ja, raus. Wir können alles ausprobieren. Alter, das sind wirklich kranke Autos, die müssen wir safe klauen. Aber warte mal, wir müssen uns jetzt hier mal erstmal unter die Leute hier schleichen, ein bisschen gucken, was hier abgeht. Oh, da ist Joker. Alter, das ist krass. Weil das Problem ist, Leute, wenn wir jetzt hier einfach mit einem Auto abhauen, dann werden wir kein zweites klauen können. Wir müssen das ein bisschen taktisch machen. Ich muss irgendwie so machen, als gäbe es einen Grund, die Autos wegzubringen. Ich habe eine Idee. Joker, komm mal kurz her. Hier unten. Wer trifft mich, Mann? Ja, hier unten, der mit der pinken Cap. Oh, yeah. Du wolltest dich mit mir anlegen? Du willst dich mit Joker anlegen? Gibt's eine Schlägerei? Oh, ihr wollt euch mit Joker anlegen? Wir müssen Joker helfen, dann vertraut er uns, Leute. Ja. Eine Schlägerei! Oh, Schlägerei! Last Man Standing, Leute! Okay, Leute, wir müssen uns hier erst ein bisschen Credibility erarbeiten. Okay, dann machen wir das jetzt halt hier so auf diese Art und Weise. So, ihr Schmalspurer! Weg mit dir! Wir haben dich nicht unterschrieben, ich bin weg! So. Okay, Alter, wir haben alle erledigt. Wer hast du die Waffe hier reingeschmuggelt? Das ist so ein absoluter Waffenverbot, Mann. Ja, ich hab halt immer Waffen dabei. Ich bin halt der krasseste Superschurke von allen, Joker. Okay, du hast die Schmalspurschurken besiegt. Ja. Du, Joker, also, ich muss dir was sagen. Von Bösewicht zu Bösewicht. Ey, Leute, jetzt pass auf, ich hab mir was überlegt. Und zwar Turan, den du vorhin weggeschickt hast. Meine Quellen haben mir verraten, dass er euch hier ausrauben will, dass er die ganzen Superschurken-Autos klauen will. Wir sollten die Superschurken-Autos lieber an einen sicheren Ort bringen. Weißt du was? Ja. Ich denke, du hast recht. Aber ich werde das übernehmen. Ja, klar, natürlich. Ich wollte dir nur Bescheid sagen. Wenn du willst, kann ich dir helfen, die Autos wegzubringen. Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Scheiße. Das Event bestand daraus, der letzte überlebende Schurke bekommt ein Auto. Such dir eins aus. Oha, Leute, wir kriegen direkt eins? Okay, das ist cool. Aber Leute, ich habe gehofft, dass er uns sagt, dass wir ihm helfen sollen, die Autos hier wegzubringen. Dann könnten wir die Stück für Stück einfach wegfahren. Aber so einfach macht's mit Joker nicht. Aber wir dürfen uns jetzt schon mal eins aussuchen. Ich werde hier das Blaue nehmen. Das Blaue gefällt mir von der Farbe so gut. Wir bringen da alles. Das ist krass, Leute. Wir haben ein super Schurken-Auto hier direkt schon mal geschenkt bekommen. Aber das reicht auf die anderen Autos auf, Boss, da? Nehmt das andere Auto auch. Und was machen wir? Lassen dich einfach so rumstehen. Okay, Leute, bleib hier, pass auf die Autos. Ich hol sie gleich alle ab. Da. Oh, Leute, ihr habt's gehört. Joker bringt die Autos jetzt hier weg, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, da ist nur dieser eine Security-Typen, Leute. Den könnten wir easy überfallen und noch mehr Autos klauen. Aber wir müssen uns jetzt erstmal beeilen. Ich werde jetzt erstmal das erste Superschurken-Auto hier wegbringen, Leute. Am besten direkt zu uns bringen, damit die das nicht finden. Und dann gehen wir direkt wieder zurück und klauen noch ein weiteres Auto. Denn, Leute,
wir touren, müssen wir hier mindestens mal alle Autos klauen, um denen eine richtige Lektion zu erteilen. Aber wir haben jetzt hier erstmal das erste Auto. Kann das Ding hier überhaupt schießen oder was kann das Ding? Warte mal. Boah, das hat hier wirklich Miniguns oben eingebaut. Boah, das ist das perfekte Auto für Touren, Leute. Wir bringen das jetzt mal weg und dann fahren wir direkt zurück und werden noch ein Auto klauen, Leute. Oh, Leute, wir müssen hier schnell zurück, bevor der die ganzen Autos wegbringt. So, oh, warte mal, hier ist noch der Security. Hallo, Security? Was machen Sie hier? Ja, ich wollte nur gucken, aufpassen, dass Chowka alle Autos wegbringt, dass Touren hier nicht angreift und so, ne? Sie wissen schon. Ja, kein Problem, den kriege ich alleine hin. Ah, ich habe gesehen, Chowka hat hier schon einige Autos weggebracht. Ja, da, das ist richtig. Oh, Leute, das ist gar nicht gut. Hier ist nur noch eins von diesen Hauptautos und einmal das... Ich will Sie jetzt bitte bitten, einmal weg vom Anwesen zu gehen. Ja, ist okay, ich gehe ja schon. Okay, Leute, Joker hat die meisten Autos schon weggebracht, aber eins können wir jetzt hier trotzdem noch klauen. Das werden wir jetzt mal schnell machen. Wir schleichen uns einfach mal so hier von hinten an. So, der sieht mich jetzt hier nicht, der Idiot. Hier schön durch den Busch. Dann gehen wir da einfach rein und fahren damit schnell weg. Oh nein, da hinten kommt Joker wieder. Da kommt Joker. Oh, wir sollten wegfliegen. Oh, Leute. Tschüss, beiseite. Ey, warte mal, hat das Auto hier auch irgendwelche Superfähigkeiten? Wow, das hat... Alter, was hat das denn hier für einen Feuerantrieb eingebaut? Wie krass ist das denn? Aber, oh nein, Joker fliegt uns hinterher. Oh nein, er hat's gesehen, dass wir das waren. Oh, das ist gar nicht gut. Wir sollten hier abhauen. Oh. Wenigstens diesmal kommt keine Polizei, weil Superschurk nicht mit der Polizei arbeiten. Und Feuerantrieb, let's go. Oh mein Gott, das Auto ist krass. Damit kann man ja überall drüber jumpen. Ich glaube, wir haben Joker abgehängt, oder? Ich glaube, wir haben ihn abgehängt, Leute. Ich sehe ihn zumindest nicht mehr über mir. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir haben zwei Autos geklaut. Das werden wir jetzt auch mal wieder in Sicherheit bringen. Aber es gibt ein Problem. Denn Joker hat ja schon die ganzen anderen Autos weggebracht. Das heißt, wir müssen erstmal rausfinden, wo die sind, Leute. Let's go. Wir sehen uns gleich wieder. Boah, Leute, wir haben jetzt hier einfach schon zwei von diesen Superschurken-Autos geklaut. Richtig nice. Die sind richtig krass. Aber wir müssen jetzt rausfinden, wo Joker die anderen hingebracht hat. Applaus! Oh nein. Halt hoch. Sofort die Hände hoch. Nein, Leute, Joker hat mich gefunden. Ja, okay, alles gut. Ich wollte sich mit dem Joker anlegen. Oh nein, Leute, oh nein. Du wolltest dich mit dem Joker anlegen. Oh nein, der hat mich gefunden, Leute. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Das ist dein Anwesen? Ah, dann guck ich mal rein. Hast du irgendeinen kleinen Sohn? Oh, Leute, der Idiot, wir steigen jetzt hier schnell ein. Oh, Joker! Oh. Hol mich da. Oh nein, Leute, er geht in mein Haus rein. Hallo, ist hier jemand? Nein, Leute, ich glaube, Paul Berger ist oben drin. Wir müssen schnell rein. Lass meinen kleinen Bruder in Ruhe. Oh, Leute, wir müssen schnell rausfinden, wo der die anderen Autos noch hat. Raus aus meinem Haus, Joker! Keine Chance! Wo ist der Idiot? Ist der hochgegangen? Guck dir das an hier, wo ist hier? Oh nein, der springt alles in die Luft, Joker, zeig dich! So, Kinderzimmer. Wo ist der Idiot? Nein, Kinderzimmer. Das heißt, der muss hier hinten sein. Er muss hier hinten bei Paul Berger sein. Hallo! Okay, jetzt reicht's mir. Ich werde ihn jetzt einfach abknallen. Lass meine Familie in Ruhe! Wow! Ah, der ist schnell. Okay! Kipp um, Junge! Es bringt nichts. Du kannst schießen, wie du willst, aber... Oh. Siehst du meinen Körper, wie durchlöchert er ist? Denkst du, eine Kugel von dir macht mir doch was aus? Ey, Leute, das bringt wirklich nichts. Scheiße, wie sollen wir ihn stoppen? Ah, er kommt! Oh, Leute, wie sollen wir den Typen stoppen, wenn man ihn nicht abknallen kann? Du willst meine Autos haben. Warte, ich hab eine Idee. Okay, Joker, du hast gewonnen. Du willst meine Autos haben. Doch nicht! Wow, Feuer! Ja, bei Feuer hast du doch Angst. Oh Mann, ey. So, Leute, wir müssen den Typen erwischen, weil wir müssen irgendwie rausfinden. Oh mein Gott, mein ganzes Haus hier fackelt ab. Wir müssen irgendwie rausfinden, wo er die Autos in Sicherheit gebracht hat. Wir gehen einfach mal kurz raus. Wir gehen mal schnell raus. Er will bestimmt wieder zu seinem Chatpack hingehen. Oh, Joker. Joker, wo bist du? Zeig dich. Oh, Leute, ich höre das Chatpack. Er will abhauen. Oh, so nicht, Joker. So, was machst du, wenn ich dein Chatpack kaputt schieße, hä? Idiot. Bam. So, Joker. Entweder du sagst mir jetzt, wo die anderen Superschurken-Autos sind. Okay. Oder ich werde einen Molotow-Cocktail auf dich werfen. Nein, ich sag's dir. Ja, wo? Die werden am Flughafen weggebracht. Am Flughafen? Welcher Flughafen? Die werden am kleinsten Flughafen in der ganzen GTA-Welt weggebracht. Oh, mein Crapeseed. Okay, danke für die Info. Aber das ist trotzdem für Touren. Nein. Leute, der Typ hat immer so ein Glück, Alter. Mann, ey. Aber ich glaube... Wir haben ihm trotzdem mal eine ordentliche Abreibung verpasst. Und wir wissen jetzt, wo die Autos sind. Wir müssen da jetzt schnell hin, Leute. Boah, Leute, wir sind jetzt hier angekommen. Oh mein Gott.
Ich sehe hier schon überall Soldaten, die das hier bewachen. Normalerweise ist das hier nie Leute auf diesem kleinen Flughafen. Das heißt, der Joker hat wirklich die Wahrheit gesagt. Hier müssen diese Superschurkenautos sein, sonst wären nicht so viele Soldaten bei allen Eingängen hier. Auf dem Dach, überall sind hier... Boah, die sind richtig schwer bewaffnet. Oh mein Gott, Leute, aber wir müssen das machen. Wir müssen da irgendwie reinkommen. Wisst ihr was? Ich werde jetzt alle Stück für Stück leise ausschalten. So, wir steigen jetzt hier mal kurz aus hier. Okay, wir nehmen jetzt hier mal das Scharfschützengewehr raus, Leute. Wir müssen jetzt hier alle leise ausschalten und uns da reinschleichen. Okay, da ist zwei Leute beim Eingang. Hier hinten auf dem Flugfeld. Auf dem Dach, die stehen wirklich überall. Ich glaube, die sind bestimmt im Hangar drin, die Autos. Okay, 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 okay. So, wir werden jetzt hier mal den ersten ausschalten. Okay. Oh, oh, oh. Nein, nein, die haben mich bemerkt, die haben mich bemerkt, die haben mich bemerkt. Okay, egal. Ist egal, Leute. Sollen die leise alle kommen? Ist egal. Warte mal, hier nochmal. Zack. Die wissen nicht genau, wo ich bin. Die haben mich nur bemerkt, aber wissen nicht, wo ich bin. In der Zeit werden wir die alle ausschalten. So, zack. Hier ist noch einer. Da ist noch einer. Zack, wir machen hier eine Sniper-Action. Irgendwo ist hier einer. Ich sehe noch keinen. Geh mal da hinten hin. Ich lauf mal da hinten hin. Ja, dann kommt mal her. Dann kommt mal schön alle her. So, dann nehmen wir hier die Waffe raus. Okay, wir sneaken uns jetzt hier an. Und das Gute ist, die kriegen diesmal keinen Polizeischutz, Leute. Da ist noch einer. Das ist für meinen Kumpel Tuan. Oh mein Gott, wie viele da hinten sind. Oh mein Gott. Okay, jetzt kommen die alle. Da auf dem Dach noch. Wow. Okay. Wir schleichen uns da langsam an. Das sind richtig viele. Oh mein Gott, Alter, diese Superschurken, die haben richtig viele Soldaten und Wachen. Okay, auf dem Flugfeld haben wir alle ausgeschalten. Wir rücken langsam vor. So, ich mache jetzt hier so ein Ablenkungsmanöver. Wir jagen jetzt hier den Tank in die Luft. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter vorrücken. Was ist das denn? Okay, einer schießt hier aber noch. Da. Nicht schießen! Bitte! Komm her, Junge! Okay, wir haben ihn. Oh mein Gott, Leute, hier sind die anderen Autos. Alter, Checkpoint und wir haben alle ausgeschalten. Liegen bleiben! So. Bitte nicht, ich will noch nicht für Joker sterben. Ja, ich wurde Joker. Nur engagiert. Na, ist mir egal, dein Boss Joker ist eh schon erledigt. Das nehme ich bitte nach Hause. Okay, Leute, welchen sollen wir hier klauen? Welchen von denen denkt ihr Feiertouren? Bestimmt hier diesen leuchtend grün. Ich finde, der sieht krass aus. Den werden wir jetzt hier mal klauen, Leute. So, nein. Weiter. Oh, aber das Gute ist, hier sind gar keine Leute mehr. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir werden jetzt einfach hier noch kurz alle Autos klauen. Ui, der hat eine Sprungfunktion. Wie cool ist das denn? Wir werden jetzt hier mal einfach noch alle Autos mitnehmen, weil hier sind eh keine Wachen mehr. Und dann werden wir Touren gleich mal zu uns holen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Wir rufen jetzt einfach Touren mal noch kurz an. So, hier Nummer wählen. Ey, Touren! Ja, hallo? Ey, Touren, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Sei mal so in einer Stunde, bei mir zu Hause, okay? Ja, gut, die wollten die sowieso auch nochmal legen. Okay, bis gleich. Tschüss. Oh, Leute, nice. Ich bin gespannt, was Touren gleich sagt. Ich würde sagen, wir holen jetzt mal noch alle Autos schnell zu uns und dann werden wir gleich sehen, wie Touren reagiert. Bis gleich, Leute. Oh, Leute, wir haben jetzt hier alle Superschurken-Autos geklaut. Wie nice ist das denn? Guckt euch das mal an, wie krass unsere Einfahrt aussieht. Ey, wenn jetzt hier gleich Touren kommt, ich bin mal gespannt, was er sagen wird, Leute. Da. Oh, Leute, da vorne kommt er. Touren! Oh, Max! Na, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut, aber ich dachte, du wärst ein bisschen traurig. Ja, ich hab aber eins im Leben gelernt, Max. Ja? Es kommt nicht darauf an, wie fremde Leute dich sehen, sondern es kommt darauf an, wie Leute dich sehen, die dich lieben und deine Freunde sind. Das stimmt. Das sind weiße Worte von dir, Touren. Aber es kommt auch darauf an, keine Schmalspur zu sein. Und deswegen habe ich alle Superschurken ausgeraubt und dir alle Autos geholt, Alter. Das ist mein bester Freund, jawohl! Ja, Partytime! Nein, nicht mein Grill schon wieder! Oh. Mein Grill. Aber Touren, guck dir mal an, ich hab dir alle von den neuesten Superschurken-Autos geklaut. Die neueste Technologie, die vorgestellt wurde. Alle die. Den behältst du aber! Den blauen, ja, der gefällt mir auch gut. Den kann ich behalten. Gut. Ich komme mit den gelben und den Lesba kaufen wir! Ja! Es ist zwar wichtig, wie andere einsehen, nur seine Freunde, aber Touren. Es ist auch wichtig im Leben, keine Schmalspur zu sein. Und auch wichtig Amen. Ist es, sich niemals mit Touren und iCramex anzulegen, ja? Leute. Niemals! Wir werden uns hier heute mal unseren fetten SUV-Truck schnappen, Leute, mit 1500 PS. Und zwar hat uns Russik gerade zu einem Rennen eingeladen, zu einem Track Race. Weil, Leute, ihr habt es ja letztens gesehen. Und zwar haben wir für Russik einen richtig krassen SUV getuned, Leute. Und zwar so ein BMW X6M. Und der ist auch richtig zufrieden mit dem Wagen. Und jetzt hat er uns zu einem Track Race eingeladen, weil er jetzt irgendwie denkt, dass dein Wagen schneller ist als meiner, Leute. Das müssen wir auf jeden Fall mal rausfinden. Und deswegen würde ich sagen, wir treffen uns jetzt mal direkt mit Russik und fahren mal ein kleines Off
Offroad-Schneerennen hier, Leute. Wenn ihr GTA 5 feiert, dann lasst natürlich immer ein Like und ein Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen, Leute. Und checkt gerne mal meine Adventskalender aus. Da sind nämlich auch nicht mehr viele auf Lager, nur solange der Vorrat reicht. Also wenn ihr jetzt noch einen haben wollt, dann sichert euch jetzt noch schnell einen, Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ab zu Russik, let's go. Was geht ab, Leute? Ich bin jetzt hier gerade in einem GameStop und habe hier eine richtig kranke Info für euch am Start. Und zwar, ich als Gamer weiß natürlich selbst am besten, dass es einfach seit 2 Jahren geisteskrank schwer ist, an der PlayStation 5 ranzukommen. Aber GameStop hat jetzt die richtige Lösung für euch am Start und deswegen jetzt gut aufgepasst, Leute. Und zwar könnt ihr ab sofort bis zum 22.12. bei einem GameStop bei euch in der Nähe euch eine PlayStation 5 mit dem God of War Bundle vorbestellen für 619 Euro, Leute. Und ihr bekommt garantiert eure PlayStation 5 mit dem God of War Bundle bis zum 31. Januar ausgeliefert. Also ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wildes Angebot, weil Leute, ganz ehrlich, kauft euch nicht über irgendwelche Drittanbieter eure PlayStation für den doppelten Preis. Geht einfach direkt zu GameStop, bestellt euch dort eure PlayStation 5 vor. Ihr müsst lediglich 100 Euro als Anzahlung mitnehmen. Ihr könnt auch im Internet abchecken, Leute, wo bei euch der nächste GameStop ist. Ruft dort am besten auch vorher an. Checkt ab, ob ihr dort noch eure PlayStation 5 vorbestellen könnt, weil alle Angebote sind natürlich begrenzt, Freunde. Wenn jetzt schon alle bestellt wurden, dann ruft auf jeden Fall besser davor mal an. Ansonsten geht einfach bei euch zu GameStop, Leute. Sobald die Konsole dann angekommen ist, werdet ihr dann telefonisch angerufen, weil wenn ihr euch dieses Bundle dann bestellt, Leute, wird direkt eure Kontaktdaten mit aufgenommen und ihr werdet dann von einem GameStop-Mitarbeiter angerufen, sobald eure Konsole da ist. Wie gesagt, garantierte Lieferung bis zum 31. Januar. Auf jeden Fall sehr, sehr wildes Angebot, Leute. Checkt das Ganze aus. Link in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, Leute, da vorne ist er schon in seinem wunderschönen roten BMW X6M, Alter. Let's go. Ey, Russik, was geht? Ja, was geht, Alter? Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du noch zufrieden mit deinem Auto oder was? Hä, Bro, natürlich. Ich werde dich jetzt abziehen. Wer kommt denn da hinten, Alter? Oha, gelber Lamborghini Aventador SVJ. Spawn? SpongeBob? Ja, ich bin SpongeBob. Digga, der SpongeBob. Warum hat er so einen Schnauzer? Seit wann hast du so einen Schnauzbart? Mann, ich bin erwachsen geworden. Diese Kinderserie ist vorbei. Digga, Russik, hat der uns gerade Schmalspur genannt, SpongeBob? Keine Ahnung, Bro. Was ist denn das denn hier für Schmalspur? Du bist ein X6. Der dreht ja völlig durch. Was willst du denn jetzt, Alter? Warum ist der denn so abgehoben? Was ist das denn? Wie hässlich, Alter? Hey, ihr wollt ein kleines Rennen fahren, oder was? Ja, wir sind eh gerade hier für ein Rennen. Ey, wenn du so eine große Klappe hast, SpongeBob, kannst du direkt mal mitfahren, das Rennen. Press doch mal mein Schneestaub, ihr Kleinen. Alter, ey. Was geht denn jetzt ab? Okay. Lass den abziehen. Lass den abziehen. Okay, SpongeBob, pass auf. Wir fahren vor, drehen und fahren wieder zurück. Ja, wer zuerst wieder hier ist, hat gewonnen. Kein Problem. Oh, Leute, dem werden wir jetzt hier mal eine kleine Lektion erteilen, Alter. Ist mir egal, wer gewinnt. Hauptsache nicht SpongeBob. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. Oh, Leute, der geht gut. Oh mein Gott, der geht richtig gut hier. Wow, sehr gut, sehr gut. Wir geben Gas, Leute. Wir sind richtig schnell. 300 km/h. Oh, wow, 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 wow. Ja. Alter, ey, der dreht ja völlig durch. Ah, der ist so dumm, Leute. Der fährt einfach viel zu schnell in die Kurve rein und fliegt dann raus. So, wir geben hier nochmal Vollgas, Leute. Vollgas. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, let's go. Nice, wir sind wieder im Ziel. So, wo ist Russik? Alter, Russik ist ja da hinten. Wow, Russik. Habt ihr gesehen, wie der geschlittert ist? Alter, aber Hauptsache SpongeBob hat nicht gewonnen. So, ey, Großmaul SpongeBob, ja? Alter, was war das denn? Wie nennst du denn hier Schmalspur, Junge? Ja, Mann, du hast recht. Warte, ich geb dir eine Überraschung, weil du gewonnen hast, okay? Ja, okay, was dreh ist... Dreh dich mal kurz um, ich zeig dir was. Ich muss hier rausholen. Hä, was macht der denn jetzt? Er hat gesagt, er hat mir eine Überraschung für mich. Warte, ich muss auch noch hier eine raus aus meinem Auto. Sorry, ich hab das Auto vertauscht. Wie jetzt? Was? Ey, warte mal, hat der gerade Bomben hier in unser Auto dran gemacht? Ey, SpongeBob! Warte mal, Mann, ihr könnt meinen Staub fressen, hörst ihr das? Achtung, Russik, weg hier! Weg hier! Oh! Legt euch niemand mit SpongeBob Schwankerf an, Mann! Ey, dieser kleine Dreckige! Mein Auto! Ey, Mann, Russik hat doch gerade das letzte Mal das Auto von uns bekommen! Und mein Auto wurde auch zerstört, das hat mir Stani getunt! Ey, Mann! Ey, ganz ehrlich, Russik, was ist das denn für einer? Ey, wir müssen seinen Schnauzer abreißen. Was war das denn? Aber denkst du, das war überhaupt SpongeBob? Seit wann hat SpongeBob denn so einen Schnauzer? Ja, keine aber, Ahnung, mal, ganz du hast, komisch. Du hast doch gesehen, wie der aussah, als ob es doppelten SpongeBob gibt. Du Alter, weißt, was ey, toll, jetzt dürfen wir erstmal nach Hause laufen. Perfekt, Leute. Ey, Russik, weißt du was? Ich geh mal nach Hause, ja, das war's für ey, heute. Mann, ich rufe die Feuerwehr. Ciao.
Ey, Leute, wir müssen jetzt nach Hause laufen. Aber ganz ehrlich, das wird Rache geben bei SpongeBob. Was denkt der, wer er ist? Macht mein Auto kaputt, macht Russiks Auto kaputt. Leute, ich werde rausfinden, wo der wohnt. Und dann werden wir uns an dem rächen, Leute. Lasst dafür jetzt mal ein Like und ein Abo da. Let's go, ab nach Hause. Oh, Leute, ey, mein Bein tut schon hier ganz weh von der ganzen Strecke im Schnee laufen hier. Ey, Leute, das wird Rache geben bei SpongeBob. Das Problem ist nur... Oh, ey, Leute, wir können kaum noch laufen. Das Problem ist nur, wir müssen erstmal rausfinden, wo der überhaupt wohnt. Aber da habe ich schon eine Idee, Leute. Und zwar... Ihr kennt doch alle unseren besten Freund Turan, der kriegt doch immer alles mit, was in der Stadt abgeht. Den werden wir jetzt erstmal anrufen. So, Leute, ich hoffe, der geht jetzt hier mal direkt dran. Komm schon. Oh, Turan, hey. Hallo. Ey, Turan, ich brauche mal deine Hilfe. Ich wurde voll abgezogen von jemandem. Hä? Wer hat dich abgezogen? Ja, ey, der hat einfach Russik und mein Auto in die Luft gejagt, hat mich als Schmalspur beleidigt und so. Hä, das lässt du mit dir machen? Ja, der ist einfach abgehauen. Ich wusste ja nicht, dass der das macht. Und zwar, ich wollte dich mal fragen, kennst du den vielleicht? Und zwar, dieser SpongeBob, Alter, der wohnt wohl hier irgendwo. SpongeBob? Ja, weißt du, wo der wohnt? Ah, warte, lass mich das kurz herausfinden. Okay, ich guck mal kurz mein Handy. Ich seh dich kurz, Nick. Okay. Ah, der ist außerhalb vom Meer. Der hat ein Haus auf dem Meer. Ein Haus auf dem Meer? Mann, du weißt doch, wie das Pier ist da. Ja, da ist auch so ein großes Partyschiff dahinter. Kannst du mir die Koordinaten schicken? Ja, kann ich machen. Okay, danke dir, Turan. Tschüss. Tschüss. Boah, Leute, Turan, der weiß auch wirklich immer, was in der Stadt abgeht. Der hat ja irgendwie seine Drohnen oder so und findet das raus. Okay, Leute, der hat eine Villa auf dem Meer. Okay, das passt ja irgendwie zu SpongeBob. Wisst ihr was, Leute? Wir werden jetzt erstmal gucken, ob wir da hingehen können und dem mal eine Lektion erteilen können. Let's go, Leute. Leute, Turan meinte ja irgendwie, die Villa von diesem SpongeBob ist hier hinter dem Partyboot im Meer. Wir sind jetzt hier schon am Strand angekommen, aber wo soll das denn sein, Freunde? Oh, nein. Oh nein, jetzt haben wir unseren Lambo auch noch geschrottet. Ach, egal, Leute, was soll's. Wir müssen uns jetzt hier rächen, das ist wichtiger. Wir schnappen uns mal einen Jetski und fahren jetzt mal einfach in Richtung von dem Partyboot, Mann. Wie krass teuer muss denn diese Villa gewesen sein, wenn er die mitten im Ozean einfach bauen lässt? Schauen wir mal, ob wir die finden. Okay, wir fahren mal hier raus. Der wohnt wohl nicht mehr in der Ananas im ganz tiefen Meer, sondern in der Villa über Meer. Okay, wir fahren jetzt hier hinter dem Partyschiff raus. Seht ihr hier schon irgendwas? Also ich sehe hier nichts, Leute. Warte mal, da hinten, da kommt was. Ich sehe da hinten langsam irgendwas. Alter, das ist ja echt übelst weit im Meer draußen. Okay, Leute, langsam sehen wir hier schon mal was. Ich glaube, wir sollten uns besser mal irgendwie ein Scharfschützengewehr nehmen und mal gucken, ob wir da was sehen auf der Insel. Okay, Leute, nehmen wir jetzt hier mal das Scharfschützengewehr raus. Boah, das ist ja echt eine übel schöne moderne Villa, die der hier hat. Okay, lass mal gucken, ob wir hier was Komisches, Verdächtiges sehen. Alter, da steht ein gelber McLaren Senna getuned. Boah, hier ist gerade jemand runtergesprungen. Wer war das denn? Dann steht da oben noch ein gelber Lamborghini Urus getuned. Der hat ja übelst krasse Autos. Und da läuft jemand. Ich glaube, das ist dem sein Sicherheitsmann. Der hat da Security, Freunde. Okay, und SpongeBob sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ja, ich muss richtig vorsichtig vorgehen. Ja, nicht, dass der da noch mehr Sicherheitsleute hat. So, wisst ihr was? Wir fahren nochmal um die Insel rum. Wir gucken nochmal aus der anderen Richtung. Das Problem ist nur, Leute, wie können wir die Fahrzeuge da klauen, wenn wir auf dem Meer sind, Leute? So eine schwierige Mission hatten wir noch nie gehabt. Wie können wir dem Typen eine Lektion erteilen und seine Autos klauen, wenn wir die ja nicht irgendwie übers Wasser fahren können? So, dann fahren wir mal hier hinten raus. Also ins Haus reinkommen wird kein Problem, aber mit den Autos abhauen wird schwierig. Ich meine, gut, wir könnten ein Fahrzeug mit einem Cargo-Bob klauen. Das ist eine gute Idee. Ein Fahrzeug klauen wir mit einem Cargo-Bob. Oh, da ist noch ein Sicherheitsmann. Habt ihr den gesehen? Da ist noch einer Security hier. Okay. Und hier, da sehe ich auch noch was Gelbes. Das könnte hier der Lambo sein, der da steht. Okay, wir könnten einen mit einem Helikopter klauen, einen mit einem Boot. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir es machen, Freunde. Okay, aber auf jeden Fall, jetzt hier nur mit unserem Jetski können wir nichts klauen. Da müssen wir uns besser dafür vorbereiten. Wisst ihr was, Leute? Ich werde mir jetzt aus der Militärbasis einen Cargo-Bob-Helikopter klauen. Und dann werden wir versuchen, das erste Auto von SpongeBob zu klauen. Let's go. Ey, Leute mal, wartet. Wobei, hier steht auch gerade so eine übelst fette Superjacht. Vielleicht sollten wir erstmal die nehmen, um ein Auto zu klauen. Ich meine, hier passt doch bestimmt ein Auto drauf auf dieses Riesenteil. Dann machen wir das als nächstes mit dem Helikopter. So, mal gucken, ob hier irgendjemand drauf ist, dem wir die Yacht klauen müssen. Oh, okay, also wenn ich hier jetzt jemanden die Yacht klaue, dann ist es nichts Persönliches. Das ist eher ein persönliches Problem, das ich mit SpongeBob hier habe. Hallo, ist hier jemand? Hier scheint auch niemand drauf zu sein. Dann sollte das ja kein Problem sein. Wo ist denn hier die Steuerzentrale? Wo schnell in die Yacht hier durch? Schnell, Leute. Wo ist denn hier die Steuerkommando? Wo kann man das hier machen? Nein, hier ist das Bett, hier ist der Schlafplatz. Oh, ja, Leute, perfekt, jetzt sind wir hier in der Steuerzentrale.
Und Gas geben. Alter, wir haben hier so eine riesen fette Superjacht geklaut. Aber hier ist auch irgendwie gerade kein Besitzer in der Nähe gewesen. Okay, damit fahren wir jetzt mal in Richtung von SpongeBobs Villa, Leute. Mal sehen, wie der da reagiert, wenn hier so eine 50-Meter-Yacht ankommt. Oh, Leute. Okay, wir sind jetzt hier in der Nähe von dem Haus von SpongeBob. Das Ding ist nur, ich habe mir überlegt, wir dürfen ja nicht zu nah jetzt ranfahren hier mit der Yacht. Ja, sonst fallen wir auf. Wir parken einfach die Yacht jetzt mal hier, sodass der denkt, das ist irgendwie einfach jemand, der hier mit seiner Yacht chillt. So, okay, dann aussteigen. Okay, Leute, das ist jetzt der richtige Moment. Das ist ja, obwohl, Leute, ganz ehrlich, warum sollen wir hier auf Undercover machen? Wir gehen jetzt hier direkt auf Attacke. Ja, wir parken direkt näher. Ist mir jetzt egal, was der denkt. Oh, Leute, ja, wir sind jetzt richtig schön nah dran. Da läuft der Security. Da hinten läuft der Security. Wir müssen uns jetzt hier ganz ruhig verhalten. Das ist eigentlich schon perfekt. Wir könnten den McLaren hier schon mal klauen. Hey, wisst ihr was? Wir steigen jetzt hier mal aus. Wir werden jetzt hier mal aussteigen. Vielleicht ist das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um den Security schon mal irgendwie auszuschalten. Wisst ihr was? Den werde ich den ersten. Der hat ja sowieso mehr gehabt. Und 3, 2, 1 und weg mit dir, Junge. Okay, sehr gut. Den ersten haben wir ausgeschalten. Wir haben auch Schalldämpfer verwendet. Ich glaube, niemand hat uns hier bemerkt. Und oh, erstmal schön hier reintauchen. Okay, und auf die Insel, Leute. Oh, schnell hochtauchen. Oh, Leute. So, ich hoffe, das fällt niemandem auf. So, hier hoch. Okay, jetzt gucken. Nicht, dass hier irgendwie noch SpongeBob gleich kommt. Okay, Alter, der hat echt eine riesen fette Villa hier. Das ist ja bestimmt im Sommer übelst nice. Der ist ja gerade auf Toilette, Leute. Oh, mein Gott, der sitzt einfach gerade auf dem Klo, der Bummi. Der kriegt ja gar nichts mit. Okay, sehr gut. Wisst ihr was? Das wird jetzt hier der erste Moment sein. Weil eigentlich sollten wir das dem direkt noch schön wissen lassen. Oh, Leute, da kommt noch ein Security. Wir müssen aufpassen. Okay, wo kommt der jetzt, Leute? Oh, nicht, dass wir jetzt hier erwischt werden. Da ist er. Und so, weg mit dir. Und jetzt werde ich hier die Scheibe kaputt schießen. Ey, Mann, was ist hier los? Ey. So habe ich dich ertappt auf der Toilette, Junge. Ey, du kannst Glück haben, dass ich meine Waffen nicht dabei habe, du Schmalspur. Ja, du nennst mich Schmalspur. Das war das letzte Mal. Und bam, hier. Und ich bin ein Schwamm, das weißt du, oder? Wie, du bist ein Schwamm? Kannst du keine Schläge bekommen, oder was? Nein, Mann, ich zucke einfach nur zusammen. Wenn du mich ausnocken willst, musst du... Nicht schießen, Mann, das bringt auch nichts. Wie kann ich dich denn ausnocken? Ey, Mann, wenn du dich verziehst, erzählst dir das. Ah, okay, dann komm mal jetzt hier schön mit erstmal. Ja, mit Gas natürlich, Mann, weil ich bin Schwamm. Ja, rauslaufen, hier, komm, mitlaufen, vor mich. Mann, ich war gerade dabei, mein Geschäft zu erledigen. Ja, das habe ich gemerkt, dass du gerade dein Geschäft erledigst. So, und weil du ein Schwamm bist, würde ich sagen, gehörst du jetzt weg ins Wasser. Haha, runter, so. Was macht der hier, Leute? So, der geht jetzt erstmal baden. Und ich werde ihm jetzt erstmal sein erstes Auto klauen. Und die anderen werden wir uns natürlich auch gleich noch vornehmen. So, wir schnappen uns jetzt hier diesen McLaren Senna, der hier steht. Und den, Freunde, werden wir jetzt hier erstmal auf die Yacht draufladen. Okay, Leute, so. Oh mein Gott, warum parkt der den denn auch hier vorne bei den Steinen? Ey, will der einfach nur die Leute anflexen, dass die hier, wenn die hier vorbeifahren, dass die das sehen? Müssen wir gucken, dass wir irgendwie hier das Ding auf unsere Yacht laden können. So, und jetzt gleich einmal mit Vollspeed hier. Oh, warte mal, der hat zum Glück auch Nitro eingebaut. Damit könnten wir es rüber schaffen. Oh, Leute, und Nitro. Oh. Alter, perfekt. Perfekt, Leute. Alter, nice. Wir klauen jetzt einfach hier mit dieser Yacht den McLaren von SpongeBob, den Bummi. So, das hat er davon, dass er uns Schmalspur nennt. Mal gucken, ob der sich das nochmal traut, Leute. So, und jetzt einfach nur noch hier einsteigen, wegfahren. Der ist ja irgendwo ins Wasser gesprungen. Keine Ahnung, wo der ist. Der kann jetzt erstmal baden gehen. Und wir klauen seinen richtig teuren McLaren Senna. Aber natürlich werden wir ihm alle Autos wegnehmen. Das reicht nicht, dem Typen ein Auto wegzunehmen, Leute. Oh, okay. Und losfahren. Security hat uns jetzt auch keiner mehr bemerkt. Ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Let's go. Oh, sehr gut, Leute. Wir haben es hier an Land geschafft. Jetzt einfach nur noch hier schnell mit dem McLaren hier runterfahren. Oh, Nitro Boost. Let's go. Oh, wir haben es an Land geschafft. Du. Oh, hä? Wo ist der? Wo ist der? Dafür bist du büßen. Ich bin auf deiner Yacht drauf. Ach, da oben ist er. Hä, was willst du denn, Junge? Das gibt jetzt Krieg, Mann, du kleine, dreckige Schmalspur. Ja, wir haben schon Krieg. Du bist eine Schmalspur. Oh, er hat das Boot in die Luft gejagt. Das war sowieso nicht meine Yacht, du Schmalspur. Aber ich hab deinen McLaren. Tschüss. Oh, Leute, der dachte einfach, er kann mir auch, er kannst du mir heimzahlen, indem er die Yacht zerstört. Aber das war sowieso nicht mein Boot. Ist mir egal. Boah, das ist sogar ein RGB-McLaren, den wir hier von SpongeBob geklaut haben. Aber ganz ehrlich, Leute, das hat er auch verdient. Okay, ein Auto haben wir schon mal geklaut. Das reicht aber noch nicht bei dem Typen. Ganz ehrlich, der hat es immer noch nicht gelernt. Und deswegen, meine Freunde, werden wir direkt weitermachen.
Und Leute, ihr habt es ja vorhin schon gehört, wir werden uns jetzt einen Cargo-Bob holen und werden jetzt mit einem Helikopter das zweite Auto klauen. Let's go, Freunde. Oh, Leute, das Problem ist nur, wir müssen jetzt hier oben an einen Cargo-Bob ranzukommen, in die Militärbasis reinkommen. Aber irgendwie, ich glaube, die haben hier schon Weihnachtsferien. Hier ist relativ leer gerade. Und ich habe mir auch schon was überlegt. Schaut mal da unten, da steht ein Fahrzeug. Das sieht irgendwie so aus wie hier, keine Ahnung, irgendwie von der Militärpolizei oder sowas. So, wir klauen uns mal schnell das Fahrzeug. Hier ist ja gerade niemand, der aufpasst. Weil wenn wir damit reinfahren, dann wird da bestimmt auch kein Alarm oder sowas angehen, weil die denken, dass ich da dazugehöre. Solange die nicht irgendwie genauer ins Auto reinschauen, passiert uns, glaube ich, damit nichts, Leute. So, zack, jetzt einmal hier nach hinten. Oh, so, sehr gut. Okay, wir fahren da jetzt mal durch. Mal schauen, ob da jetzt der Alarm angeht. Oh, nice, Leute. Nichts passiert. Die denken einfach, wir sind hier irgendwie so ein Mitarbeiter oder so. Oh, einfach schnell reinfahren, hinten zu den Helikopterlandeplätzen. Okay, okay, da sind Flugzeuge und da steht auch ein Helikopter, da ist ein Cargo-Bob. Perfekt, Leute, perfekt. So, da fahren wir jetzt schnell hin. Niemand bemerkt irgendwas hier. Perfekt, Leute. Und jetzt schnell rein, jetzt schnell rein, jetzt schnell rein, bevor hier irgendjemand was bemerkt. So, 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 zack, 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 zack. Und rein, 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 rein da. Oh, nein, 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 Leute, wir haben 5 Sterne bekommen. Achtung, Achtung. Oh, nein, 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 unautorisierter Flug wird gemeldet. Sofort aufhalten. Oh, weiter, weiter, weiter. Schnell hier weg, 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 Leute. Oh, okay, die haben mich bemerkt. Die haben mich bemerkt. Die scheren hier gerade auch schon aus. Ihr habt den Funkspruch gehört. Ein unautorisierter Flug ist hier gerade gestartet, aber ihr seid zu langsam beim Militär. Ja, da müsst ihr mal ein bisschen früher aufstehen, denn wir haben jetzt hier schon den Cargo-Bob geklaut und damit werden wir jetzt auch das zweite Auto von dem bösen SpongeBob klauen. Let's go. Leute, da unten ist das Anwesen von SpongeBob. Wir müssen jetzt mal gucken. Der hat sogar einen Helikopterlandeplatz auf dem Dach. Ich sage euch ehrlich, dieser Lamborghini Urus, das wäre das perfekte Fahrzeug jetzt zum Clown hier für uns. Ich hoffe, die bemerken mich nicht. Wir sind auch gerade noch sehr weit oben in der Luft. Oh, Leute, Leute. Oh mein Gott, nein, Raketen. Die haben mich bemerkt, die haben mich bemerkt. Oh, nein, die schießen auf mich, die schießen auf mich. Oh, eine Minigun haben die auch noch ausgepackt. Okay, wir dürfen uns nicht treffen lassen, Leute. Der ist nicht unzerstörbar hier, der Helikopter. Wir dürfen uns jetzt nicht treffen lassen. Oh, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Komm runter, Mann, ich mach dich fertig. Oh, Leute, der ist richtig sauer, der ist richtig sauer. Und wir müssen drehen, wir müssen drehen, wir müssen drehen. Runter, runter, runter. Oh, der schießt mit der Minigun auf uns. Okay, komm, 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 komm. Wow, das war knapp, das war knapp. Und jetzt, wir müssen ihn jetzt hier schnell uns packen. Wir haben nur eine Chance. Wir haben nur eine Chance. Hast du noch eine Munition, Mann? Oh nein, nein, er ist ins Wasser gefallen. Mein schöner Urus, nein. Aber warte mal, vielleicht können wir ihn jetzt noch aus dem Wasser rausfischen. Der schwimmt da gerade so an der Oberfläche. So, schnell, schnell, schnell rausfischen, rausfischen. Oh, komm, 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 komm. Oh, und wir müssen auch noch den Raketen ausweichen. Jetzt nein, Mann, hör auf, Mann, ich will dir gerade einholen. Nein, 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 der schwimmt da im Wasser, der schwimmt da im Wasser. Oh, schnell, 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 Leute, schnell. Oh, Leute, Leute, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Ja, Mann, gib mir das wieder. Tschüss, SpongeBob, du Schmalspur. Woohoo! Das gibt Krieg, Mann. Ich werde mich rächen an dir. Oh mein Gott, Leute. Was war das für eine Mission? Also der Urus hat jetzt auf jeden Fall einen Wasserschaden, aber ist egal, den können wir ja reparieren. Hauptsache, SpongeBob hat den Wagen nicht mehr. Und das bedeutet, er hat nur noch ein Fahrzeug, Leute. Oh, Leute, let's go, let's go, let's go. Wir bringen den Lamborghini Urus jetzt noch schnell nach Hause. Und dann werden wir uns auch noch das letzte Auto von ihm packen. Und jetzt ablassen. Woohoo! Let's go, Freunde. Okay, aber das Ding ist, ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal so klappt, Leute. Die haben jetzt bestimmt irgendwie ausgerüstet und haben sich irgendwie so Flugabwehrraketen und sowas besorgt. Ich glaube, irgendwie mit einem Helikopter wird das schwierig, jetzt irgendwie nochmal ein Fahrzeug zu klauen. Habt ihr eine Idee, wie wir vielleicht jetzt noch das letzte Auto klauen könnten? Ich meine, wir sind ja schon mal mit einem Schiff angekommen. Ja, vielleicht haben die da jetzt irgendwie Wasserminen ausgelegt oder so. Und wenn wir jetzt nochmal mit einem Helikopter ankommen, haben die bestimmt so Flugabwehrraketen. Ich glaube, Leute, es gibt nur einen Weg, wie wir das letzte Auto noch wegnehmen können. Wir müssen da selbst reingehen, mit einem Fallschirm reinspringen und dann irgendwie versuchen, damit wegzukommen. Keine Ahnung, Hauptsache, wir zerstören das letzte Auto noch. Let's go, wir schnappen uns nochmal hier den Cargo-Bob-Helikopter und werden jetzt bis zu seiner Insel fliegen. Oh, Leute, das große Finale. Das letzte Auto werden wir uns jetzt noch von dem bösen SpongeBob packen. Da unten ist wieder seine Villa. Oh, der steht... Hat er den auch wieder auf dem Dach geparkt? Hat er den Lambo... Ey, Mann, der kommt hier wieder! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, hört ihr das? Die visieren mich an, die visieren mich mit Luftabwehrraketen an. Oh mein Gott, wir wurden getroffen. Ich muss jetzt schnell raus, Leute. Die Mission startet schneller als gedacht. Wir müssen jetzt hier schnell raus. Oh. Ja, wir haben ihn getroffen, Mann. Hast du gut gemacht. Mein Helikopter stürzt ab, aber alles gut. Okay, wir sind da, wir sind da. Die haben mich nicht bemerkt, die haben mich nicht bemerkt, die Idioten. Nein, ist der abgesaufen. Geil, Alter. Ich werde noch ein paar Raketen auf den schießen, die Ekel auf dich Schmalspur. Okay. Und das nächste wird mir seinen Bruder schnappen. Der will's Paulberger schnappen.
Okay, Leute, das ist jetzt der Moment. Das ist jetzt der Moment. Ich will aber erstmal den Security ausschalten und dann werden wir von hinten, werden wir dann SpongeBob geiseln. Okay, müssen wir uns erstmal unten dran vorbeischleichen. Guck mal, der ist so doof, Leute. Der sieht uns nicht mal. Der sieht uns nicht mal. Oh, hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir nicht durch. Okay, warte. Wir müssen jetzt hoch und direkt den Typen ausschalten. Anders geht's nicht. Anders geht's hier nicht, Leute. Oh, zack, 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 Security weg. Hände hoch, Hände hoch, SpongeBob. Hände hoch. So, du machst jetzt deine Hände hoch, Junge. Du kleiner Dreckiger. Du nennst mich Dreckiger? Du bist der dreckige Dan. Und was ich bin der dreckige Dan. Du bist der dreckige Dan. Nein, du bist der dreckige Dan. Nein, du bist der dreckige Dan, Mann. So, hör mir jetzt mal zu. Was habe ich da gerade mit meinem kleinen Bruder Paul Berger gehört? Ja, du, wenn du mich jetzt in Ruhe lässt, dann bleibt der Junge sicher. Ah, du willst also, du denkst also, du bist jetzt gerade in der Position, meinen kleinen Bruder zu bedrohen, hä? Ich bin SpongeBob Schwankopf. Aha, okay. Glaub mir, Mann, mit mir legt sich keiner an. So, weißt du was? Du hast zwar gesagt, meine Dinger, meine Schüsse und so tun dir nichts an, aber ich weiß, was dir was antut. Dreh dich um. Hey, mach keinen Mist, mach keinen Mist. So, du hast jetzt eine Haftbombe. Wir können alles klären, Mann. Ich glaube, so eine Bombe zerfetzt einen kleinen Schwamm. Ey, wenn du willst, du kannst ein Instagram-Bild mit mir posten, das okay? Das will ich gar nicht. Ja, so, okay, wann bist du eigentlich so böse geworden, SpongeBob? Ich habe dich früher gefeiert. Du warst mein Kindheitsheld. Okay, ich erzähl dir ein Geheimnis, vielleicht lässt du mich aber gehen. Erzähl. Ich bin nicht SpongeBob. Ich bin sein Cousin, SpongeBob. SpongeBob? Ah, deswegen hast du so einen Bart. Er ist der böse SpongeBob, der böse Cousin von SpongeBob. Weißt du was? Aber ich hab dir das erzählt, ich darf jetzt abhauen. Weißt du was? Dann geh. Spring! Oh mein Gott. So Leute, ganz ehrlich, ich hätte ihn wirklich gehen lassen, aber weil er unseren kleinen Bruder Paul Berger bedroht hat. Du bist nicht meine Spur! Schauen wir mal, wo er ist. Bam! So, keine Ahnung, wo er war, aber wir haben auf jeden Fall in die Luft gejagt. Und jetzt werden wir ihm sogar noch das letzte Auto wegnehmen, Freunde. Aber warte mal, wie kommen wir denn jetzt hier weg? Wasserfahrzeug aktiviert. Was? Wasserfahrzeug aktiviert? Kann das Ding auf dem Wasser fahren oder was? Aber warte mal, wenn wir jetzt damit einfach wegfahren können. Ich will irgendwie auch noch hier dieses Haus, Leute. Das nervt mich. Das erinnert mich hier alles an diesen bösen SpongeBob. Ich werde hier die ganze Bude noch in die Luft jagen, Freunde. So, wir machen überall schön Haftbomben hin. Hier hinten auch noch eine. Und hier. So, wisst ihr was? Wir werden das ganze Haus von dem Typen jetzt hier mal in die Luft jagen. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ding wirklich auf dem Wasser fahren kann. Oh, wow! Der! Oh mein Gott, das ist ein Wasser-Lamborghini! Der kann auf dem Wasser fahren! So, und jetzt verabschiedet euch von SpongeBob's Villa. Bam! Oh, let's go, Leute, wie cool ist das denn? Meine Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein von der heutigen Episode. Wir haben auf jeden Fall alle SpongeBob-Autos geklaut. Dieser Lamborghini kann sogar auf dem Wasser fahren. Lasst dafür jetzt ein Like und ein Abo da. Checkt die Adventskalender aus. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex.